Hallo und willkommen an diesem sonnigen Sonntagnachmittag aus Berlin, genauer gesagt aus dem Live-Studio der Heinrich-Böll-Stiftung in der Schumannstraße. Mein Name ist Christian Römer, Referent für Kultur und neue Medien hier in der Stiftung. Neben mir sitzt Jan Bindernagel, im Team der Bundeskulturstiftung verantwortlich für die Programmentwicklung. Die kommenden 2 Stunden teilen sich in 2 Abschnitte, einen Vortrag und ein Gespräch, beides aus diesem Studio live gesendet, aus dem wir seit Anbeginn der Pandemie weiterhin unsere Programme, Konferenzen und Fachgespräche senden und mit Ihnen interagieren. Wir machen mal eine kleine Tour. An der Kamera, die uns jetzt diese Bilder schickt, ist Franzi. Franzi, bist du so nett, kannst du mal auf das Bühnengeschehen drehen? Genau. Das wird ein Teil des Settings des Gesprächs sein, das wir im zweiten Teil erleben, inspiriert von einer Aufstellung, die kürzlich im Studiengang Spiel und Objekt der HFS Ernst Busch ausprobiert wurde. Wir wollen mal ein bisschen weg von dem Zoom-Setting und versuchen da was. Jetzt zeige ich Ihnen den zweiten Teil unseres Studios heute. Das, was Sie jetzt sehen, ist der Ort, an dem Arne Vogelgesang gleich seinen Monolog, seinen Vortrag präsentieren wird. Und jetzt gehen wir ein bisschen rüber an den FOH. Von links nach rechts sitzen da Martin. Martin ist für die Zoom-Einbindung und vieles andere verantwortlich. Daneben Robert. Robert von Timeprints, verantwortlich für den Livestream. Und daneben Jeremy. Jeremy ist zuständig für Ton und Licht heute. Und mit diesem Team machen wir dieses schöne Stück Selfmade TV heute für Sie möglich. Ja, um was geht's? Mit dem Regisseur und Medienkünstler und Autoren Arne Vogelgesang verbindet uns seit langem eine schöne Geschichte und eine Zusammenarbeit. Zuletzt waren wir auf Tournee mit der Produktion Flammende Köpfe, so auf Deutschland-Tournee. Heute geht es um eine von, sage ich mal, Arnes als Archäologen des Internets Spezialitäten, Truth the Fiction. Im Mittelpunkt steht die Wahrheit. Mit Arnes eigenen Worten, was Menschen eigentlich meinen oder tun, wenn sie von Wahrheit sprechen und für sie kämpfen. Das ist der erste Tryout heute mit Publikum. Die nächste Variante gibt es dann am 22. Mai im Rahmen der Republika zu sehen. Zu diesem Anlass freuen wir uns besonders, erstmalig mit der Kulturstiftung des Bundes zu kooperieren, die uns im zweiten Teil der Veranstaltung die dritte Folge der Gesprächsreihe Labore des Zusammenlebens in unser Böll-Studio bringt. Genau, und dafür übergebe ich jetzt für begrüßende Worte an Jan Bindernagel von der Kulturstiftung des Bundes. Guten Abend auch von mir und herzlich willkommen im Namen des Vorstands der Kulturstiftung des Bundes. Das ist die dritte Ausgabe unserer Reihe Labore des Zusammenlebens, eine Reihe, zu der die Kulturstiftung Menschen einlädt, von denen wir etwas lernen wollen. Und wir laden sie ein, einerseits zu Gesprächen mit uns und andererseits zu künstlerischen Aktionen. Und heute Abend probieren wir gleich beides. Erst die Performance von Arne Vogelgesang und im Anschluss sein Gespräch mit Nicola Geß. Wir freuen uns sehr, dass wir hier heute bei der Böll-Stiftung zu Gast sein dürfen mit unserer Reihe und wünschen Ihnen gute Unterhaltung, ist vielleicht bei dem Thema das Falsche. Erstmal einen anregenden Abend. Vielen Dank, Jeanne. Und ich sage nur noch 2 kleine organisatorische Sachen. Sie können auch mitchatten. Allerdings ist das Mitchatten nur möglich da, wo der YouTube-Stream originär läuft, nämlich auf der Seite der Kulturstiftung des Bundes. Da ist auf den anderen Seiten ein kleines Link. Wenn Sie mitchatten wollen, dann auf diesem Kanal. Wenn Sie es entspannt anschauen wollen, dann können Sie es auf böll.de Stream sehen, auf nachkritik.de und eben bei der Kulturstiftung des Bundes. Wir bedanken uns herzlich, insbesondere auch bei Nachkritik, dass Sie diesen Stream heute übernehmen. Und jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als Ihnen einen anregenden Sonntagnachmittag zu wünschen mit Truth the Fiction und den Laboren des Zusammenlebens. Vielen Dank. Bin ich auf Sendung? Hi. Danke für die Einladung, danke für die freundliche Begrüßung. Sehr schön, dass ich hier sein darf, aus dem Gebäude der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin. Ich bin noch unten und gehe gleich mal hoch. Ich freue mich über die Einladung, über das Vertrauen, dass ich schon was Interessantes zu sagen haben werde. Ich hoffe, das klang jetzt so wie Wahrheit. Oh Gott, das wird nicht unterhaltsam, aber eigentlich kann es ja auch ganz lustig sein. Schauen wir mal, wie das Ganze so wird. Viele Grüße auch an alle Menschen im Stream, die ebenfalls ihr Vertrauen vorschießen, was bei der Sonne heute ja auch nicht selbstverständlich ist. Ich habe einige schon im Chat gesehen. Hi, Philipp, Sarah, Christiane sind schon da. Ich freue mich, wenn noch mehr dazukommen. Einfach auf YouTube in den Chat rein, dann
habe ich das Gefühl, dass irgendjemand vorhanden ist hier, während ich rede. So, ich steige mal so ein bisschen hoch. Worum soll es heute gehen? Truth, Fiction, what? Berühmter Philosoph hat mal gesagt, die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache. Und das heißt, dachte ich mir, wenn sich Gesellschaft verändert, dann verändern sich ja auch die Gefüge von Werten, an denen sich Menschen ausrichten. Und diese Veränderung müssten wir irgendwie auch am Gebrauch der Wertbegriffe erkennen können. Wertbegriffe, damit meine ich jene schwer zu definierenden Konzepte, mit denen wir wichtige Aspekte und Normen unseres Zusammenlebens beschreiben und die in der Regel ganze Entouragen weiterer Wörter und Sätze im diskursiven Schlepptau haben. Wörter wie Freiheit oder Wahrheit zum Beispiel. Nun, Freiheit und Wahrheit sind seit Jahren politisch hart und härter umkämpft und vor allem über Letztere will ich ein bisschen mehr lernen und heute auch sprechen. Und das klang gerade schon so an, unser gemeinsamer Abend hier ist für mich der Beginn dieses Lernens. Ich entschuldige mich also dafür, hier kein Ergebnis präsentieren zu können, sondern nur einige erste zaghafte Stolperschritte. Was ein wichtiger Schritt wäre, den ich heute nicht tun werde, ist das Erzählen der Geschichte der sich selbst so nennenden Wahrheitsbewegung. Kommt noch. Und ein anderer wichtiger Schritt wäre die systematische Auswertung von über 2 Terabyte Datenmenge aus von mir archivierten Telegram-Kanälen und Gruppen. Dafür muss ich auch erst eine Programmiersprache lernen. Habe ich auch nicht geschafft. Kommt beides noch, aber nicht heute. Ich werde heute auch möglichst wenig urteilen. Ich gehe einfach davon aus, dass ihr, ich irre euch jetzt einfach mal, wenn es okay ist, dass ihr, wie ich, glaubt, dass es Viren gibt, dass wir eine Pandemie haben, die bislang für über 3 Millionen Tote weltweit verantwortlich ist und dass hinter all dem nicht die Juden stecken. Wenn wir uns dann nicht einig sind, dann werde ich das heute Abend auch nicht ändern können. Was ich in der nächsten knappen Stunde versuchen werde, ist meine eigene Verwirrung darüber, was ich denn mit Wahrheit meine und wozu ich sie gebrauche. Ich neben einige künstlerische Werke aus der jüngeren deutschen Wahrheitsbewegung zu stellen und mal zu schauen, wie beides so zusammenleben kann. Das hier ist sozusagen eine Art Labor mit unklarer Methodik und unklarem Ziel. Grauenvoll. Und als Beispiel werde ich vor allem Musikvideos zeigen, deren Urheberrechte nicht bei mir liegen, die ich aber zu künstlerischen Zwecken teilweise gekürzt und bearbeitet habe. Die Rechtsabteilung hat gesagt, ich soll diesen Satz sagen. Und bevor ich aber anfange mit all dem, noch ein Forschungsauftrag. Damit wir so ein bisschen ins Gespräch kommen, weil ich sehe, es sind schon ein paar mehr Leute im Chat. Kennt ihr das? Es gibt Sachen, die man selber für wahr hält, aber die meisten anderen Menschen nicht. Oder es gibt welche die meisten anderen Menschen für wahr halten, aber man selber nicht. So gefühlt. Ich meine, man zählt ja nicht durch, aber von gefühlt. Wenn euch im Laufe des Abends so was einfällt, so eine Sache, dann schreibt mir die gerne in den Chat rein. Am besten eingeleitet mit wahr oder nicht, Doppelpunkt. Dann müsst ihr nicht verraten, ob ihr nun selbst dran glaubt oder gerade nicht. Mich interessieren einfach nur die Themen. Ich würde die gerne einsammeln. Jetzt zum Beispiel wahr oder nicht, Doppelpunkt. Rosenkohl ist eines der wohlschmeckendsten Gemüse überhaupt. Jetzt mal als schlechtes Beispiel. Ich sammle das alles dann so ein und bastle für meine Weiterarbeit eine Umfrage draus, damit ich fürs nächste Mal auch ein bisschen was zu tun habe. So, vielen Dank. Hallo Sleepy D. Ich fange jetzt an und eröffne diesen Abend mal mit dem ältesten Video, das ich heute zeigen werde. Das ist von 2017. Einige kennen das vielleicht schon, weil ich das eine Zeit lang sehr gerne allen Leuten gezeigt habe. Das hat ein Schauspieler gemacht vor ein paar Jahren. Der Sound übersteuert leider ein bisschen, das gehört dazu. Der hat das so hochgeladen. Schauspieler laden Videos im Internet hoch, passiert. Es dauert 2,5 Minuten und danach reden wir weiter. Die 4 Stadien des Erwachens oder wie wir lernten, erwachsen zu werden, anschaulich gemacht durch die 4 Elemente und deren dazugehörige Temperamente. Das erste schizoide Stadium des cholerischen Feuers. Es ist ein Ereignis, ein Buch oder ein Video, das dich von einer Scheinmatrix voller Ideologien abgekoppelt, dich entsetzt und wütend macht. Gedanken rasen durch deinen Kopf, wie konnten Lehrer in der Schule, Professoren in der Uni oder Systemschreiberlinge dir nur so einen Mist auftischen? Wie konnten die Mainstream-Medien es nur wagen, dich und all die anderen so schamlos zu belügen? Du bist sauer und erzürnt auf dich selbst, wie du all die Jahrzehnte jeden leicht verdaulichen Schmutz auch noch in dein Gehirn gepackt und es unter der Überschrift Wahrheit abgespeichert hast. Doch jetzt, so glaubst du, weißt du es besser. In dieser schizophrenen Welt gibt es eine große Wahrheit und noch mehr große Lügen. Du lernst neu laufen und sprechen in diesem System, bewegst dich wie ein wildes Tier, konzentriert, behutsam, immer suchend, ob es noch mehr gibt, dass du wie ein Schwamm aufsaugen und es gegen Lügen in deinem Kopf austauschen musst. Ein Feuer der Paranoidität ist entfacht, da du jetzt in jeder Zeitung, in jeder Fernsehdokumentation und jeder Radiosendung eine
eine riesige Verschwörung siehst. Albträume, Depressivität und verstörende Unruhe sind jetzt dein täglicher Begleiter. Du siehst die Welt anders als andere und nur diese eine Frage schwirrt dir stärker als jede andere in deinem Kopf herum. Bin ich der Einzige, der das sieht? Das zweite sanguinische Stadium der depressiven Luft. Es ist Zeit zu handeln. Du musst es schaffen, mit Gewalt die Wahrheitsknospen der Menschheitsflora zu öffnen, ihnen die Augen aufzureißen und sie von ihrem tristen Sklavendasein zu unterrichten. Du sagst dir selbst, man wird dir so unendlich dankbar dafür sein, dass du ihnen hilfst. Gefühlt 80% deiner Kollegen, Verwandten und Freunde stempeln dich jetzt sofort als Verschwörungstheoretiker, Aluhutträger oder paranoiden Reichsbürger ab. Sie können nichts dafür, denn sie leiden an kognitiver Dissonanz und sind gar nicht in der Lage, diese Art von Information zu verarbeiten. Das dritte zwanghafte Stadium des phlegmatischen Was? Hysterisches Stadium der melancholischen Erde. Fazit. Niemand geht für dich diesen Weg, keiner wird dich an der Hand nehmen und dir das Paradies zeigen, denn das kannst du nur selber finden. Hab keine Angst vor der Zukunft oder dass sich Menschen verlassen, von denen du dachtest, dass sie deine Freunde wären. Du verlierst vielleicht alte, bekommst aber neue, viel bessere Freunde, die dich wirklich verdienen und respektieren. Wirf alles von dir, was nicht zu dir gehört und schau mal, was noch übrig bleibt. Das ist auch ein Ausdruck dieser Zeit, sich von seinen verstaubten Illusionen zu trennen und mutig nach vorne zu gucken. Du bist die Zukunft dieses Landes und nicht die vielen Leute, die bei der nächsten Krise umfallen werden wie die Fliegen. Deine Taten sind Deutschland und nicht irgendwelche Politmarionetten. Werde wie der Mensch und mach dich unabhängig. Fun Fact über mich. Irgendwann gegen Ende meiner Schulzeit geriet ich in eine Wissenskrise. Zwar hatte ich nie begriffen, worauf die Kirche hinaus wollte, also der institutionalisierte Glaube, aber ich wurde an irgendeinem Punkt fundamental verwirrt darüber, was der Unterschied zwischen Glauben und Wissen eigentlich sein sollte. Ich kam da irgendwie nicht mehr klar. Ich sollte wissen, dass es Elektronen gab oder die Hethiter. Ich konnte es aber eigentlich ja, aber mein Eindruck, nur glauben, weil ich den Prozess des Zustandekommens dieses Wissens ja gar nicht unmittelbar nachvollziehen konnte. Hatte nie ein Elektron gesehen. Wissen schien zwar teilweise nützlicher zu sein als das, was in der Kirche so erzählt wurde, ähnelte aber seinem Glaubenspendant, schien mir wesentlich mehr, als man mir Glauben machen wollte, in der Schule zum Beispiel. Die Erfahrung haben wir wahrscheinlich alle als Kinder gemacht. Wenn wir nur lange genug warum fragen, dann werden wir an die Grenzen der Erklärung stoßen und die Antwort wird irgendwann sein, ja, weil es halt eben so ist. Ist eine Glaubensfrage. Wissen begegnete mir damals, als ich noch jünger war, vor allem in Form von Herrschaft und Auslese, eben in der Schule. Keine idealen Bedingungen, dachte ich dann später, um zu lernen, was Lernen eigentlich ist. Auf der anderen Seite wusste ich aber, dass es das, was andere gewohnheitsmäßig Ahnen nannten und ich selbst, ich, dass es das eigentlich nicht gab. Also wirklich nicht gab. Aber diese empfundene Wahrheit konnte ich nicht vermitteln. Sie war sozusagen ich-fähig, aber nicht wir-fähig. Verstehe ich auch, irgendwie müssen Leute mich ja nennen, ansonsten kommen wir nicht miteinander klar. Was gesellschaftlich Wissen hieß, stellte sich mir also individuell als Glauben dar und andersherum, ich selbst schien nur wahrhaft zu wissen, was andere Glauben nennen mussten, weil sie nicht ich waren. Und wahrhaft ist in diesem Satz sowas wie einzelhaft. Mein Gefühl war, das war so das Gefängnis meiner eigenen Wahrheitserfahrung und auf der anderen Seite dieses Gefängnisses lag jenes Wir, in dem für wahr befundenes Wissen mir als die Verständigungsgrundlage jener Gesellschaft beigebracht wurde, deren Teil ich werden sollte. Das mag jetzt niemanden von euch überraschen, schließlich ist Glauben das Einzige, was diejenigen mit Wissen anfangen können, die es nicht selbst produziert haben. Deshalb müssen Berichte ja auch glaubwürdig sein, um ihren potenziellen Wissenswert überhaupt einlösen zu können. Jedenfalls seit diesem Punkt dämmerte mir langsam, dass Glauben und Wissen zusammenhängen und keine Gegensätze sind. Aber an welchem Punkt dieses Kontinuums zwischen beiden nehme ich nun etwas als wahr an? Ist das mehr als eine Glaubens- oder Vertrauensfrage? Was nennen wir Wahrheit jenseits einer Menge wahrer Aussagen, die in den Faktencheck bestehen? Und wer ist wir? Wir sind die Aluhutverschwörer, von denen man täglich hört. Als Schwurbler, Spinner, Kurvidioten ständig diffamiert. Wir sind schon sehr, sehr viele und werden immer mehr. Was hier mit uns gemacht wird, ist längst totalitär. Für euch sind alle AfD, wer nicht zu allem sagt, okay. Bestimmte Wörter sind passé, Meinungsfreiheit längst ade, die Sterblichkeit stellt deutlich klar, eine Pandemie war niemals da. Sie belügen uns seit einem Jahr. Wann
wird auch dem Letzten klar. Die Geschichte hat gezeigt, was passiert, wenn alles schweigt. Was passiert, wenn keiner streikt, sich aus Angst der Lüge beugt. Es ist die Wahrheit, von vielen ignoriert. Die Wahrheit, von Medien diffamiert. Die Wahrheit, von Eliten kontrolliert. Die Wahrheit, die uns zusammenführt. Menschen erwachen in allen Regionen. Sie gehen auf die Straße, trotzdem fehlen verboten. Die Lügen zerbrechen wie Glas auf dem Boden. Die destruktiven Pläne sind nun endlich aufgeflogen. Die Eliten sind am Ende, das kann man deutlich sehen. Ihre Propaganda fängt an, ihre Wirkung zu verlieren. Hinterfragende Menschen auf der gesamten Erde stehen zusammen für echte menschliche Werte. Es ist die Wahrheit. Wahrheit. Was singt er da, der Björn Banane? BB. Wo ich von Schule geredet habe vorher schon, dachte ich, kann ja versuchen, noch so ein bisschen mich zu erinnern, wie Gedichtanalyse funktioniert hat. Die Strophen in dem Lied, ein Lied ist ja letztlich nur ein gesungenes Gedicht, haken die zentralen Thesen und Selbstverständnisse der Corona-Rebellenbewegung ab. Sie bilden sowas wie einen Index des politischen Wissensbestandes. Es sind eigentlich zwei Strophen, die er singt. Ich habe das so ein bisschen zusammengekürzt, damit wir nicht das ganze Lied hören müssen. Nicht, weil es so schlimm ist, sondern weil ich selber mehr reden will als er. Der Refrain in dem Lied, der fasst dann diesen Index, also dieses Wissen, was durch die Strophen so angetippt wird, im Wort Wahrheit affektiv zusammen. Um dieses Wort ballt sich sozusagen all das vermeintlich Gewusste, wie Schnee um eine Kugel, die den Berg runterrollt. Und das Video bietet selber auch eine Darstellung dieser Affektivität in so ganz bestimmten affektiven Gesten. Ne? Von vielen ignoriert, von Medien diffamiert, von Eliten kontrolliert, die uns zusammenführt. Eigenschaften, die Wahrheit hat in diesem Lied, die stehen aber auch für das eigene Selbstverständnis als politische AktivistInnen. Ignoriert, verleumdet, unterdrückt und sich auf Basis dieser vermeintlichen Erfahrung zusammenfindend. Das ist sozusagen die Blaupause des politischen Subjekts, was da angesprochen wird. Das heißt, Wahrheit und Wahrheitskämpferinnen und Wahrheitskämpfer sind im Grunde identisch. Und beide müssen befreit werden. Mein jugendliches Glaube-Wissen-Problem, also der Konflikt zwischen empfundener Wahrheit und gesellschaftlich gerechtfertigtem Glauben, scheint in letzter Zeit so ein bisschen um sich gegriffen zu haben. Deswegen wollte ich auch irgendwas über dieses Thema reden hier. Jüngst fasste die liberale Wochenzeitung Die Zeit einiges für und wider in einer Artikelserie mit dem Titel Glaube und Wahrheit zusammen. Und zwar schienen sich die VertreterInnen unterschiedlicher Haltungen in diesen Artikeln und vor allen Dingen in den Kommentarsträngen, da tobt ja immer so richtig der Bär, darin einig zu sein, dass Wahrheit Bedingung für Freiheit sei, also sehr wichtig, Wahrheit befreit, nicht aber darin, wo und wie sie produziert wird, wenn sie überhaupt produziert wird, in dem Sinne. Während für die einen Wahrheit das Codewort für eine geteilte objektive Realität ist, die sich in jenen Fakten widerspiegelt, die sich dem wissenschaftlich gewonnenen wahren Wissen abpressen lassen, also eine Frage von Daten, ist sie den anderen, scheint mir, mehr der momentane Arbeitsstand unserer Aushandlung über den Umgang mit der Welt in einer hochgradig arbeitsteiligen Konkurrenzgesellschaft. Also eine Frage von Interessen, Haltungen und Missverständnissen über diese Daten und über noch einiges mehr. Wir haben ja mehr als Daten, was so unser Zusammenleben ausmacht. Und auch wenn es für beide Gebräuche des Wortes Wahrheit theoretische Modelle gibt, die Zeugnis davon ablegen, dass dieses Wort im Allgemeinen leichter zu benutzen ist, also einfach, ich habe das ja auch schon so oft gesagt jetzt hier, als tatsächlich zu erklären, würde ich die erste Version von diesen beiden der Einfachheit halber wissenschaftliche Wahrheit nennen und die zweite politische Wahrheit, was ein bisschen anrüchig klingt. Das Gegenstück zur ersten, zur wissenschaftlichen Wahrheit, das wäre dann der Irrtum und das Gegenstück zur zweiten ist die Lüge. Das ist ein ziemlicher Unterschied. Also ich finde, an diesen gefühlten Gegenstücken kann ich so ein bisschen ablesen, was eigentlich diese beiden Wahrheiten so ausmacht oder was sie bedeuten oder welchen Gebrauch, welche Funktion sie haben. Politische Wahrheit ist ja nun keine Wahrheit, weil sie wahr ist, sondern weil und wenn sie wirksam ist. Ich meine, wer von uns erwartet von PolitikerInnen, dass sie so ehrlich sind wie Brot zum Beispiel?
Gut, mehr als 200.000 Menschen haben schon eine Petition unterzeichnet, nach der Wahrheit zum europäischen Grundrecht erklärt werden soll. Wer will nicht die Wahrheit wissen? Jetzt abstimmen auf jeder-mensch.eu. Der Kampf um Wahrheit ist ein politischer Kampf. Und beide Wahrheitsbegriffe, der wissenschaftliche und der politische, und damit auch Nichtwissen, Irrtum und Lüge nach Belieben kreativ zu verwechseln, ist eine seiner Methoden. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob das alles so stimmt gerade, oder? Ich finde, es geht so ein bisschen in eine falsche Richtung, was ich gerade versuche zu argumentieren. Und es wird auch so ein bisschen pseudosatirisch mit dem allen. Dabei ist alles schlecht machen so das Letzte, was ich will. Und ich fange einfach nochmal von vorne an. Ich benutze immer mal Fremdwörter so zwischendurch. Vielleicht könnt ihr euch im Chat, ein paar Leute sind ja da. Und ich sehe auch... Rainer hat auch schon was geschrieben, ein Zitat, sehr gut, Zitate sind unglaublich wichtig und ich sammle auch schon so ein paar Wahrheitssachen, vielleicht könnt ihr euch gegenseitig helfen, wenn irgendjemand ein Fremdwort nicht versteht, dass ihr euch das gegenseitig erklärt, weil ich das nicht alles mitkriege, weil ich ja hier auch weitermachen muss, sonst dauert es zu lange. Ich mache das jetzt auch nicht, um schlau zu wirken, hoffe ich zumindest, sondern weil mir einfach keine guten, leichten Wörter einfallen manchmal, die auch genau sind. Also nochmal, Wahrheit. Würde ich jetzt sagen, ist insofern Ansichtssache, als dass ihr einer Erkenntnis vorausgehen muss. Ich muss erstmal etwas sehen, um es verstehen zu können und das Verstandene dann mitteilen. In der Sprache, in der die westliche Philosophie und Kulturgeschichte gerne ihre Wurzeln geschlagen sieht, der Sprache von Sokrates, Platon und Aristoteles, liegen das Gesehene und das Göttliche ziemlich nah beieinander, eigentlich nur um einen Akzent verschoben. Wir kennen beide als Vorsilben von verschiedenen Institutionen, die ihre eigenen Verfahren von Wahrhaftigkeit entwickelt haben. Ich gehöre so also mehr zu einer davon, nachher im Gespräch. Nicola Guess gehört mehr zu einer anderen davon. Die ihre eigenen Verfahren von Wahrhaftigkeit entwickelt haben, um mit der Differenz zwischen Sehen und Gesehenem umzugehen. Da kann man ja unterschiedlich probieren. Einige der damaligen Theorien über diese Differenz wirken bis heute fort und können in ihren Verarbeitungen auch viel über die Gegenwart erzählen oder auch einfach nur lustig sein. Aber nicht abschweifen. Mindestens so alt wie diese T-Wörter sind die Konflikte zwischen den mit ihnen bezeichneten institutionellen Feldern, die sich gegenseitig ihre Wahrheitskompetenz streitig machen. Manchmal kooperieren sie auch miteinander, aber das fällt ihnen historisch eher schwer und dann werden regelmäßig immer diese Kooperationen ausgerufen, als wären die was ganz Besonderes. Dabei geht es eigentlich doch allen um das Gleiche, oder nicht? Und im Spannungsfeld zwischen den Methoden und Produkten dieser Erklärungs-, Darstellungs- und Rechtfertigungsinstitutionen tanzt unser alltäglicher Gebrauch des Wortes Wahrheit hin und her. Man kann auch sagen, er entsteht überhaupt erst durch diese Ausdifferenzierung von Wahrheit zu sprechen, ist er erst dann nötig, wenn sie nicht offensichtlich ist. Also wenn sie diskutabel ist. Diskutabel steckt Abel drin, aber ist jetzt kein Witz, den ich machen sollte. Mit fortschreitender Differenzierung und Spezialisierung haben diese unterschiedlichen Wahrheitsinstitutionen ihre je eigenen inneren Hierarchien, Machtstrukturen und Zugangsbeschränkungen entwickelt, mit denen ihre konkurrierenden Wahrheitsproduktionen formalisiert und gesichert werden. Das weiß ich, weil ich bin in einer von diesen Institutionen drin und es war echt nicht leicht, da reinzukommen. Und mit der Zeit haben sich an die unterschiedlichen Institutionen jene Wertbegriffe geheftet, die ihren Erkenntnismethoden entsprechen und ihre jeweilige abgegrenzte Autorität markieren können, damit man sich eben nicht ständig die Köpfe einschlagen muss. Wenn es nun zu einer Repräsentationskrise kommt, These, dann werden diese Autoritäten brüchig. Die Methoden werden politisch und die Begriffe werden fragwürdig. Und mit den digitalen Medien, ihren niedrigen Zugangsschwellen, ihren Sozialisierungsfunktionen und ihren Vervielfältigungsmechaniken haben wir eine enorme derartige Krise, die das sorgsam ausdifferenzierte institutionelle Machtgefüge westlicher Gesellschaften als Ganzes in Frage stellt. Und es finden sich immer mehr Menschen, die diese Infragestellung politisch ausagieren, verkörpern, die sich sozusagen als Masseure und Messenger des Mediums begreifen. Der Kanal Fakten, Frieden, Freiheit mit seinen 100.000 Followern auf Telegram ist jetzt ein Beispiel dafür, das ich mal rausgepickt habe. Der Betreiber dieses Kanals war auch schon vor Corona im Truther-Business tätig und er kommt aus Heinsberg, of all places. Und das folgende Lied hat er im vergangenen Frühjahr veröffentlicht, nicht lange nach Beginn der ersten Lockdown-Maßnahmen, als Heinsberg groß in der Presse war. Ah,
im Internet und teile euch meine Sicht auf YouTube, Instagram und Pinterest. Verrückt gepaart mit Intellekt, Mütze, Glatze, sitzt perfekt. Corona-Hysterie, ist doch klar, was dahinter steckt, genau. Menschen, die einen wertvollen Ruf haben. Viele sind bekanntlich familiär laut der Blutbahn. Wer gehört dazu und wer verwehrt uns den Zugang? Und was in Soros Namen macht der Merkel in Wuhan? Was die da machen, ist zum Fremdschämen. Ich werde dieser Rundfunkanstalt keinen Cent geben. Und wisst ihr was, mir ist egal, was jeder denkt. Denn euer Horizont ist nur auf ein Quadratmeter beschränkt. Ja, ich musste nur die Seiten wechseln. Bin ich zufrieden mit den dritten und den zweiten Plätzen? Hiermit will ich Zeichen und zugleich weitere Weichen setzen. Weiter als die Zeit in der Parteien deinen Preis berechnen. Eiskalte Gestalten mit Anzug und Krawatte. Einfach zu verwalten mit einem Smartphone in der Tasche. Die ewig gleiche Masche und niemand sieht Tatsache. Wer die Strippen zieht, dass ich nicht lache. Yeah, King Corona kommt jetzt angeritten. Ich bin die allererste Sahne aller Sahneschnitten. Jetzt bin ich da und wollte klar über die Lage spitten. Aber habe grad wieder einen Daniel im Nacken sitzen. Du willst die AfD? Nee, Mann, ich bin unpolitisch. Du kannst es gerade sehen, jeder von euch Dumbo sieht es. Ich glaube, ja, im Kern sind wir nicht so unterschiedlich. Denn nur deine Wahrnehmung bestimmt, ob jemand unbeliebt ist, yeah. Ich bin nur ein Internet-Rapper, aber bin immer noch besser als so ein Kindererpresser mit ihren Hintergrundmännern, die in den stinkenden Kellern mit Augenbinden und Messern grausame Dinge auf Rechnern erstellen. Für das abgrundtief perverse Kundeninteresse, das sind Untergrundgeschäfte, hohe Summen für die Beste. Und der Grund, warum ich rappe, das sind hunderte Verletzte, die durch unsere Gesetze schnell verstummten, doch ich petze. Ja, ich geh die Behörden informieren und ich schwöre auf allen Vieren, dass Verschwörungstheorien, die ich höre, funktionieren, doch ich störe diese Ignoranten gehören bei den Spielen, die die Völker hier hypnotisieren. Das ist eure Pandemie-Begleitzeit. Ich schaffe neue Welten, keine aggressive Einheit. Hört zu, wenn ihr fürs Ende eurer Fantasie bereit seid. Das ist denkt dran, denkt selbst, Fakten, Frieden, Freiheit. Die meisten von euch werden die antisemitischen Anspielungen, Blutlinien, Soros und so weiter und die Verweise auf QAnon-Themen gesehen und gehört haben. Falls nicht oder falls euch QAnon nicht so viel sagt, ich habe vor ein paar Monaten ein Video über die Hintergründe gemacht. Es ist jetzt auch frisch auf YouTube. Ich poste den Link mal in den Chat rein. Kleinen Moment. Schaut es euch gerne an, gebt es an eure Freunde weiter. Lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal. Und sagt mir vor allen Dingen, wenn die Übersetzung scheiße ist, weil ich habe das selber auf Englisch übersetzt und mein Englisch ist nicht so wahnsinnig gut. Da sind bestimmt irgendwelche Fehler drin und wenn jemanden kennt, der Muttersprachler in Englisch ist, dann gebt mir alle Fehler weiter und ich baue das Feedback dann ein und verbessere das noch so ein bisschen. So, aber wo war ich? Fakten, Frieden, Freiheit. Ich muss mal gucken, ich bin hier nämlich gerade so ein bisschen aus dem Text raus, weil ich auf die falsche Taste gekommen bin. Da war ich. QAnon, ich erzähle die Hintergründe jetzt nicht. Video habe ich gepostet. Aber die Strophe, wo er mit QAnon ankommt, die ist relativ interessant, finde ich. Das ist die, wo das Bild in hohen Kontrast wechselt und schließlich auf Schwarz-Weiß. Die ist der emotionale Kern von diesem Video. Der Core-Belief ist Black and White sozusagen. Und hier taucht das Lied, das hat mich immer beeindruckt, wenn ich es gehört habe, aus einem sonstigen so überlegen, lockeren Rapper-Ton, hey, ich rap so über die Sachen rüber, kurz in die Aggression ab, die Stimmung geht sozusagen in den Keller. Ein emotionaler Registerwechsel, der die Feindschaft zwischen Gut und Böse klarstellt, die im Kern des Ganzen liegt. Die relevanten QAnon-Hashtags, die werden im Video dabei nur extrem kurz eingeblendet. Die sind, wie bei Björn Banane, die einzelnen Zeilen der Strophen, Indizes für den politischen Geheimwissensbestand. Man kann die aber gar nicht so leicht sehen. Wer schon weiß, was los ist, der erkennt sie wieder. Wer nicht, der hat mit diesen Hinweisen Anlass zur Recherche. Und in diesem Lied, wie in vielen anderen Produkten der Szene, für das ich es jetzt als Beispiel genommen habe, taucht Wahrheit nur ex negativa auf. Also als das, was nicht Teil der ganzen beschriebenen Lügen wäre und was diejenigen, die die Lüge sehen können, also zuerst erkannt haben müssen. Sonst könnten sie sie nicht sehen. Wer die Lüge sieht, der muss per Definition im Besitz der Wahrheit sein. Das heißt, ich kann mich als Wahrheitskämpfer ausweisen, indem ich über Lügen spreche. Auch hier sind Wahrheit und Wahrheitskämpfer also im Grunde identifiziert. Und das heißt jetzt aber nicht, dass diese Wahrheit eine rein persönliche Sache wäre. Es gibt eine Gemeinschaft der Wahrheitskämpferinnen und Wahrheitskämpfer, die besseren Freunde, von denen wir im Anfangsvideo gehört haben, die man irgendwann findet. Und diese Wahrheitskämpfer sind auch indiziert. Das ist hier das digitale Äquivalent einer Literaturliste. Eine bunte
naja, bunte, eine Sammlung verschwörungsaffiner, rechtslibertärer, desinformativer bis faschistischer und nationalsozialistischer Kanäle. Und so wie sie aufgelistet sind, scheinen diese Unterschiede in der Ausrichtung gar keine Rolle zu spielen. Hauptsache, sie sprechen über die Lügen. Die Alternative zum bestehenden Gefüge der Wahrheitsproduktion institutionalisiert sich also als so eine Art plattförmiges Netzwerk. Und die aufmerksamkeitsökonomischen Regeln von Plattformarchitekturen gebieten, dass Wahrheit dort nicht als Wissen auftaucht, sondern als Effekt vergemeinschafteter Informationen auftritt. Sie ist sozusagen emergent. Sorry, Fremdwort. Recherchieren, kommentieren, vervielfältigen, kuratieren, organisieren, mobilisieren, das alles sind die Tätigkeiten, das ist die Arbeit, durch die aus Fakten im weiteren Sinne Wahrheit wird. Und ich sage hier natürlich Fakten im weiteren Sinne, weil es ja nicht in erster Linie um die Herstellung von Korrespondenzen mit der objektiven Realität geht, sondern um Arrangements von Datenpaketen, Informationsschnipsel, Zeitungsmeldungen und die Emotionen, die sie hervorrufen, Meinungsbekundungen, künstlerische Produkte, Texte, Bilder, Lieder, Videos, Repräsentationen von Repräsentationen von Repräsentationen. Etwas anderes gibt's auch nicht im Internet. Das Eigentümliche an dieser repräsentativen Wahrheit ist, dass ihre ProduzentInnen tatsächlich weniger für sie kämpfen, als vielmehr mit ihr. Sie ist eine Waffe. Waffe, Ware und Werbekampagne auf dem digitalen Wahrheitsmarkt. All das gleichzeitig. Und bezahlt wird mit Eyeballs. Konkurrenzkampf ist hart. Die Angriffe auf diejenigen, die als feindliche RepräsentantInnen gegnerischer Wahrheitsinstitutionen ausgemacht werden, sind brutal. Und sie sind umso mehr in einer Situation, in der gefühlt nichts besser werden kann. Die Weltlage ist ja gerade nicht so gut, sondern der Kampf nur darum gefochten wird, auf welche Art es schlimmer werden soll und für wen und wie sehr. Und an Tölz halt, wir sind im Krieg. Und mitten auf dem Schlachtfeld steht die alte vierte Gewalt der Herrschaft und Wahrheitsproduktion, der journalistische Apparat. Das ist doch gar nicht wahr, das ist doch gar nicht wahr. Die Lügen in diesem Staat schlucken wir jeden Tag. Doch jetzt sehe ich es klar, deine Propaganda, bla 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 bla. Fake News Media, das ist doch gar nicht wahr, das ist doch gar nicht wahr. Die Masse, sie folgt ihnen scharf, die Freiheit dreht sich im Grab. Der Widerstand ist da, aller Che Guevara, kaum sprecht es mir nach, Fake News Media. Dein Bildschirm ist wie eine Hypnose, Gehirn aus wie bei einer Narkose, die Inszenierung einer Katastrophe, ein Feindbild so wie der Franzose. Dein Bildschirm zeigt dir, wie die Welt ist, die Zahl schockt, auch wenn sie gefälscht ist, das Bild wirkt, auch wenn es gestellt ist, Newsflash, tausenden gefällt es. Dein Bildschirm wiederholt das Mantra, Bedrohung unaufhaltsam wie ein Panzer. Und alle lauschen sie jetzt diesem Mann da, stopfen ihre Backen voll wie Hamster. Dein Bildschirm sagt dir, wer der Feind ist. Stay home, ruft die Bullen heimlich. Billionen für die Wirtschaft sei nicht kleinlich. Und wer was anders sagt, der wird gesteinigt. Dein Bildschirm blickt in deine Seele. Dein Führer gibt dir die Befehle. Déjà-vu, was für eine Szene. Die Freiheit in der Quarantäne. We are at war. Wir sind im Krieg. Weil der so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Wir sind in einem Krieg um unser Klima, doch ihr kämpft um Exporte gegen China. Wir sind in einem Krieg gegen die Armut, doch ihr kämpft gegen Flüchtlinge in Kanus. Wir sind in einem Krieg um Weltfrieden, doch ihr baut die Raketen, die sie schießen. Wir sind im Krieg um eine bessere Ernährung, doch ihr verbreitet diese Scheiße in der Werbung. Wir sind im Krieg gegen Hetze und Hass, doch ihr macht euch Sorgen wegen dem DAX. Im Krieg gegen Suizid und Depression, doch ihr macht mit Pharmazeutika Millionen. Wir sind im Krieg gegen mächtige Konzerne, doch ihr lasst euch auszahlen 5 Sterne. Wir sind im Krieg gegen Kindesmissbrauch, doch reden Kinder seid ihr ziemlich oft taub. Wir sind im Krieg gegen Ungerechtigkeit, doch ihr wollt, dass es ungerecht bleibt. Wir sind im Krieg gegen tägliche Gewalt, doch das Schicksal dieser Menschen lässt euch kalt.
Wir sind im Krieg gegen Diskriminierung, doch das interessiert nicht die Regierung. Wir sind im Krieg gegen Manipulation. Fake News machen dich zu einem Klon. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Lügen in diesem Staat schlucken wir jeden Tag. Doch jetzt sehe ich es klar. So klar. Deine Propaganda. Bla 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 bla. Fake News Media. Das ist doch gar nicht wahr. Nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Masse, sie folgt wie ein Schar. Wie klar. Die Freiheit dreht sich im Grab. Doch der Widerstand ist da. Oh ja. Allah Che Guevara. Komm, sprecht es mir nach. Mir nach. Fake News Media. Das kommende Reich der Wahrheit ist die wachsende Menge jener Aufgewachten, die aus dem Staat alter Ordnung aus und in die neue Welt einsteigen. Sie sagen, jetzt sehe ich es klar. Es ist ein bisschen zum Wesen politischer Kämpfe geworden, dass sich im Zuge dieses Prozesses alle Seiten gegenseitig die gleichen Methoden vorwerfen. Ich denke, wenn nicht sonst, ist das vielleicht ein Hinweis darauf, dass es sich bei genau diesen Methoden um die vorrangigen Praktiken von Wahrheitsproduktionen im Informationszeitalter handelt. We are the news now and we are all fake. Wahrheiten sind die Barrikaden und Rammböcke, die brennenden Mülltonnen der Wissensgesellschaft, die auf dem Schlachtfeld des politischen Kulturkampfes hin und her gerollt werden, um die Frontlinie zu verschieben. Am 23. September 2020 erschien im Online-Magazin Multipolar ein Artikel des studierten Sozialwissenschaftlers und freien Journalisten Stefan Korinth mit dem Titel Schwarze Wahrheiten. Korinth analysierte darin die Berichterstattung über die Corona-Proteste, also die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen, in Bezug auf deren bisher angewandte Strategien und schlug ein potenziell erfolgreicheres Vorgehen vor, nämlich Überaffirmation. Als Gewährsperson für dieses Konzept führte er den österreichischen Philosophen Robert Faller an, bekannt als Erfinder des Begriffs der Interpassivität. Faller beschrieb schwarze Wahrheiten als solche Aussagen, die verkürzt gesagt so ehrlich sind, dass sie zerstören, wofür sie eintreten. Das sind also die Sachen, die eigentlich stimmen, die aber dann in Diskussionen oder im Diskurs niemand sagt, weil sonst das kaputt geht, für das man sich eigentlich einsetzt. Korinths Vorschlag für das politische Straßentheater war, paradoxe Interventionen, die nicht mehr gegen staatliche Schutzmaßnahmen in der Pandemie demonstrieren würden, wie das vorher gemacht wurde, sondern vielmehr übertriebene Durchsetzung und Verschärfung solcher Maßnahmen fordern würden. Also sowas wie alles dicht machen zu fordern. Jetzt ganz willkürliches Beispiel. 6 Tage nach Erscheinen dieses Artikels eröffnete der Telegram-Kanal Maskenpflicht für alle sofort, der zwar GegnerInnen der Corona-Maßnahmen adressierte, aber seine satirische Haltung in allen Kommunikationen durchzog, ohne aus der Rolle zu fallen. Der trainierte sozusagen gleich ein bisschen dieses Konzept. Und aus dieser Initiative heraus fand weitere 4 Tage später die erste Demo in Bühl in Baden-Württemberg statt, mit absurden Verschärfungsforderungen. Ein Tag später wiederholt als satirische Gegendemo zur Querdenker-Demonstration in Karlsruhe, die da gerade war. Maskenverweigerer, unsere Versammlung beginnt nun hier auf dem Platz und ist hiermit eröffnet. Besonders wichtig ist uns die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln. Das Kostüm für diese Demo war, Zitat der Veranstalterinnen und Veranstalter, typische Antifa-Kleidung. Die Beteiligten spielten also vermeintliche Lockdown-BefürworterInnen nach, bis in den Sprachgestus hinaus. Daraufhin, nach diesen beiden Demonstrationen, eröffnete ein baden-württembergischer Unternehmensberater und systemischer Coach aus der Nähe von Offenburg den Telegram-Kanal Covid-Wart, wie Blockwart, nur mit Covid. Von dort aus wurden dann weitere Aktionen initiiert, vernetzt und an der Inszenierung gefeilt und das Inszenierungskonzept so ein bisschen verschoben. Die nächste Aktion in Offenburg orientierte sich dann mit schwarzen Masken und einem Sarg, der durch die Stadt gekarrt wurde, an Pestumzügen vom Ambiente her, aber noch ohne ganz einheitliches Kostüm dabei. Es gab sogar verschiedene Rollen, die gespielt wurden.
Das konsolidierte sich dann in den nächsten Tagen. Aktionsdesign, es gab einen ausgearbeiteten Soundtrack, der mit allen geteilt wurde, es gab Vorlagen, es gab eine eigene Choreografie, die entwickelt wurde, damit diese Umzüge dann in allen Orten stattfinden konnten. Ich habe mal ein paar davon zusammengestellt. Spahn, erhöre uns. Söder, erhöre uns. Merkel, erhöre uns. Drosten, erhöre uns. Doppelte Maskenpflicht und doppelter Abstand. Söder, erhöre uns. Schnelltests in allen öffentlichen Räumen. Drosten, erhöre uns. Überwachung durch Drohnen. Söder, erhöre uns. Masken mit Warnsensor bei Verrutschen. Spahn, erhöre uns. Erschießt die Maskenverweigerer. Merkel, erhöre uns. Spahn, erhöre uns. Söder, erhöre uns. Drosten, erhöre uns. Desinfektionsschleusen in öffentlichen Einrichtungen. Alleine sterben lassen ist Nächstenliebe. Wahre Freiheit findet in der Isolation statt. Selber denken gefährdet das Allgemeinwohl. Impfung ist Nächstenliebe. Nähe vermeiden für immer. Opfert alles der Hygiene. Trennt euch von den Gefährdern. Schützt die Ungeborenen. Verzichtet auf ihre Zeugung. Verratet eure Nachbarschaft. Gefährder in die Einzelhaft. Fügt euch der Normalität. Das ist Solidarität. Absolute Keimfreiheit. Sicher ist nur Einsamkeit. Maskenpflicht für Neugeborene. Unser Atem tötet. Sicher bist du nur in der Isolation. Sei immer gehorsam. Impfung ist Nächstenliebe. Nähe vermeiden für immer. Opfert alles der Hygiene. Schütze deine Liebsten. Lass sie allein. Trennt euch von den Gefährdern. Schützt die Ungeborenen. Verzichtet auf ihre Zeugung. In meiner Schulzeit begann ich, wie viele Menschen in dem Alter, Gedichte zu schreiben. Lyrik war ein Mittel, die Wahrheit so zu sagen, dass ich sie verstehen konnte. Also die Wahrheit, die ich vorher nicht verstehen konnte oder gar nicht verstehen wollte. Ich weiß es nicht genau. Also Dinge sagen zu können, die sonst nicht gesagt werden konnten. Jetzt keine großen Wahrheiten oder sowas, halt meine Wahrheit, wie es ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich kann es ein bisschen schwer ausdrücken. Der Schnee des Verschwiegenen, der sich um Worte ballt, die in den Raum reingeworfen werden. Paul Celan hat es mal ein bisschen schöner gesagt, aber so ungefähr das war es. Das habe ich mir gemerkt von damals. Ich fand es sehr, sehr treffend. Und auch wenn mir das Gedichteschreiben, wie vielen Menschen in diesem Alter, irgendwann abhanden gekommen ist, dachte ich doch, dass ich diese Art von Wahrheit weiter in der Kunst finden könnte, also dann in der darstellenden Kunst. Die meisten von uns aus der darstellenden Kunst landen da ja, weil sie etwas zu entdecken und zu sehen und zu zeigen hoffen, das nur dort stattfinden kann, in der Blackbox.
da vielleicht mal einen Blick reinzuwerfen in diese Blackbox. Naja. Es gibt gute und schlechte Gründe, weswegen diese Hoffnung auf künstlerische Wahrheit so oft enttäuscht wird, auch in der Blackbox. So wie die Hoffnungen auf Freiheit, Liebe oder Anerkennung ballen sich auch die Enttäuschungen und die Wut und die Ohnmacht um Wahrheit und machen sie zu einem gefährlichen Ort, den zu betreten, sich immer seltener mit den Aufträgen und Anfragen und Zeitplänen und Deadlines und Verpflichtungen vereinbaren lässt. Wahre Gefahr ist halt einfach schwer kalkulierbar. Aber wo Gefahr ist, da wächst das Rettende auch und das Heilende. Und das ist ja auch, was Wahrheit gerne nachgesagt wird. Das Lichte, das Heilende, das Befreiende, das Erhebende. Der Teil, der sich mit Schönheit verbindet, dem Anfang des Schrecklichen. Oder mit Liebe, dem anderen Anfang des Schrecklichen. Für all jene, die ihre Hoffnung nicht in die Mühlen der institutionalisierten Kunst werfen wollen, gibt es einen blühenden Markt der inneren Wahrheiten, der Befreiung zur Liebe. Workshops, Coachings, Retreats, Seminare, Kongresse, Healings, Channelings, Geistreisen. Die Glaubenssätze und Selbsttechniken dieses Marktes sind aber schon seit längerem nicht mehr nur persönliche Angelegenheiten, also ein neues Selbst, das ich mir einkaufen kann. Viele PraktikerInnen verstehen sich ganz dezidiert als eine Gemeinschaft neuer Menschen, deren Mission es ist, zur Befreiung der Welt in ein neues Zeitalter beizutragen, also als Bewegung. Mein Gefühl ist, dass Aufmerksamkeit dieser Bewegung oft nur zuteil wurde, wenn sie irgendwie in die radikalen Szenen überblendete. Das heißt, wenn Reichsbürgerinnen um die Ecke kamen mit irgendwelchen Esokram oder esoterische Nazis. Aber die tatsächliche Bewegung ist sehr viel größer. Mein Teleprompter ist gerade ausgegangen. Deswegen nehme ich das mal schriftlich her. Dann kann ich euch nicht mehr so oft angucken. Aber wir haben jetzt sowieso irgendwie eine Verbindung miteinander schon über die Zeit. Also glaube ich, wir kommen damit klar. Der Greise, also dieses politische Kollektivsubjekt der Bewegung der inneren Wahrheit, ist erst vor kurzem, ist zumindest mein Gefühl, so richtig auf der Straße in Erscheinung getreten. Ich habe das folgende Video einer Sängerin, Motivationstrainerin und schamanischen Heilerin einige Male in Querdenken-Chats gepostet gesehen und ich finde, es beschreibt die Bewegung, die ich meine, ganz gut. Es sind viele Gesichter in dem Video drin. Das ist so eine Art Freundschaftsdienst gewesen und ich habe die ein bisschen anonymisiert, weil es mir nicht um die Menschen darin geht, sondern um das, was sie ausdrücken. Wir sind die, die in der Stille jene wahre Größe sehen. Weil das Gold doch nur im Innen liegt, um uns dort zu berühren. Und der Sprung ins Abenteuer einer schillernden Vision verbindet sich zur Einheit einer liebenden Nation. Die Wahrheit befreit, alte Wunden verheilt. Was der Mensch dann erschafft, aus der eigenen Herzkraft. Und wir werden immer mehr, unsere Stimmen sind vereint. Und solange wir nur lieben, können wir alle Helden sein. Wenn Gedanken sich umkehren, kann der Frieden sich vermehren. Unsere Stimmen sind vereint.
die Wahrheit befreit, ist eigentlich ein religiös-spiritueller Satz. Das habe ich relativ schnell herausgefunden, als ich angefangen habe zu googeln, was ja meine primäre Methode der Wissensfindung ist. Johannes 14,6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, aber lieben natürlich auch. Johannes 8,32, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Man findet relativ viele Erörterungen über diese befreiende Wahrheit aus christlicher Perspektive, aber auch in anderen Religionen ist das ganz ähnlich. Es ist auch ein therapeutischer Satz, natürlich, und beides ist kein Problem, bis das Therapeutische und das Spirituelle sich als Politik kollektivieren. Dann vielleicht schon. Dann trifft sich alte Wunden verheilen in einem Fluchtpunkt mit den Anliegen zum Beispiel derjenigen, die 1990 zu Hunderten den Wahrheit macht frei Kongress im Münchner Hofbräuhaus besucht haben. Genau. Und wir lassen uns die Lüge nicht mehr gefallen. Wir wollen die Wahrheit, denn die Wahrheit uns frei. Nun ist liegen zwischen den Menschen und denen in dem Video vorher natürlich Welten. Das packe ich jetzt nicht nacheinander, um das gleichzusetzen. Aber Technologie verbindet Welten miteinander. Auch die, von denen man dachte vorher, vielleicht würden die sich nicht so nahe kommen oder man war es zumindest nicht gewahr oder man wollte die Warnung nicht hören oder ich weiß es auch nicht genau. Der Wille zur totalen Liebe verbindet auch Welten miteinander. Und wie es aussieht, wenn die, deren Gedanken sich umkehren und die immer mehr werden, gemeinsam mit den anderen auf die Straße gehen, konnte man letzten August in Berlin ganz gut feststellen, das Bild der potenziellen Einheit einer liebenden Nation, die vielleicht auf uns zukommt oder auch nicht. Wer weiß das schon genau. Im Großen und Ganzen könnte man aber trotz der Faschisten, die da mitmarschiert sind bei Querdenken und so, das, was sich dort wahrheitsselig unter den Bannern von Liebe und Freiheit versammelt, finde ich eher als eine neoliberale Revolte beschreiben. Nach Jahrzehnten staatsfeindlicher Propaganda im Interesse einer Umverteilung von unten nach oben, vor allem haben vor allem die in der sogenannten bürgerlichen Mitte, an die man jetzt glauben oder nicht glauben kann, die dort eingepuffert sind, die Mantren individueller Konsumautonomie so weit verinnerlicht sind, dass sie bereit sind, gegen staatliche Einschränkung ihrer Bequemlichkeiten auf die Straße zu gehen. Das ist wie Geister, die man rief, falls man an Geister glaubt. Und so prügeln sich derzeit autoritärer Liberalismus und liberaler Autoritarismus um die Stücke vom Kuchen jener Wahrheit, die frei von den Ansprüchen der anderen macht. Ist irgendwie fast zu doof, um wahr zu sein, finde ich. Und wahrscheinlich ist es auch gar nicht wahr, sondern erstmal nur eine vorläufige Überlegung, die sich relativ schnell entkräften lässt. Aber es ist schon spät und ich bin entkräftet und habe viel geredet. Und um 7 Uhr soll es ja weitergehen. Wir haben noch 8 Minuten. Bevor ich wieder abschweife, würde ich sagen, es ist vielleicht Zeit noch für eine letzte Hymne, die ich mit ins Zusammenleben werfen will. Wenn ich darf, dann mache ich noch einen. Ja? Okay. Wenn wir dürfen, machen wir noch eins. Ja! Auf einmal stehen wir hier zusammen. Um uns herum lodern Flammen. Und es ist kaum zu glauben. Kaum zu glauben. Wir kämpfen gegen 1000 Riesen, doch wo wir sind, sind wir viele, und es ist kaum zu glauben, kaum zu glauben. Wir sind die, die aufrecht stehen. Wir haben hinter Wir stehen für Wahrheit und Freiheit und Liebe, seht her. Wir wollen leben und lieben, wir sind so viel mehr. Sie haben uns immer nur belogen, doch wir sind übers Nest geflogen. Und es ist kaum zu glauben, es ist kaum zu glauben.
Sie wollen uns unsere Würde nehmen. Doch wir stellen uns ihnen entgegen. Und es ist kaum zu glauben. Kaum zu glauben. Wir sind die, die aufrecht stehen. Wir haben hinter Wir stehen für Wahrheit und Freiheit und Liebe, seht her. Wir wollen leben und lieben, wir sind so viel mehr. Wir stehen für Wahrheit und Freiheit und Liebe, seht her. Wir wollen leben und lieben. Viel zu lang geglaubt, waren artig, zahm und brav. Sie haben uns die Luft geraubt, doch wir sind aufgewacht. Wir stehen für Wahrheit und Freiheit und Liebe, seht her. Wir wollen leben und lieben, wir sind so. Wir stehen für Wahrheit und Freiheit und Liebe. Wir wollen leben und lieben. Wir sind so viel mehr. Wir sind so viel mehr. Vielen, vielen Dank. Danke, Elia Meskons. Danke, Nathalie. Danke, Chris. Danke fürs Zuhören. Ich würde an dieser Stelle erstmal nicht weiterreden, aber es gibt ja noch zwei andere Leute, die weiterreden können und ich komme dann mit dazu und wir sprechen gemeinsam. Viele Grüße an den Chat, an alle, die da waren. Mich gefreut, dass ich euch dort gesehen habe. Ich gehe jetzt gleich mal rüber nach Zoom. Und wir sind schon drüben in Zoom. Hallo, herzlich willkommen zurück bei den Laboren des Zusammenlebens. Den ersten Teil des Abends, Crucifixion von Anne Vogelgesang, haben wir jetzt gerade schon gehört und gesehen. Im Zoom sitze ich für die Kulturstiftung Jan Bindernagel mit Nicola Gess schon bereit, um über das Gesehene und Gehörte zu sprechen. Wir warten auf Arne, der gleich dazu stößt und nutzt die Zeit, um Ihnen und euch Nicola Gess vorzustellen. Eine Literaturwissenschaftlerin von der Uni Basel, die bei Matthes und Seitz den Band Halbwahrheiten zur Manipulation von Wirklichkeit veröffentlicht hat. Wir freuen uns sehr, dass du da bist, Nicola. Herzlich willkommen heute Abend. Wir haben uns vorgenommen, miteinander zu sprechen über die Bedeutung, die umkämpfte Wahrheiten derzeit für die Entstehung neuer politischer Bewegungen haben. Und vorhin habe ich gesagt, wir bei den Laboren des Zusammenlebens würden uns Menschen einladen, von denen wir etwas lernen wollen. Nach Arnes Performance würde ich vielleicht gerade rücken, die uns vorführen, wie kompliziert das Problem ist, über das wir versuchen wollen zu sprechen. Insofern vielen Dank, Nicola, dass du dich bereit erklärt hast, hier mit uns so ein bisschen die Hintergründe zu sortieren und an den Fäden zu ziehen, um gemeinsam auch den Beweis anzutreten, dass die Künste und die Wissenschaft eben nicht nur konkurrierende Wahrheitsproduzentinnen sind, sondern auch vielleicht gegenseitig sich unterstützen können in analytischen Anliegen. Nicola hat sich bereit erklärt, hier zur Einleitung des Gesprächs nochmal so ein bisschen zu erzählen, was macht eigentlich die Bewegungen aus, die derzeit den Wahrheitsbegriff politisch in Anschlag bringen und warum ist dieser Wahrheitsbegriff vielleicht so geeignet im gegenwärtigen politischen Klima, um soziale Bewegungen hervorzubringen und zu stärken. Und Nicola hat vorgeschlagen, mit einer Bewegung zu starten, die schon deutlich älter ist als die Corona-Proteste, nämlich die Truther-Bewegung.
die Wahrheitsbewegung. Und mit diesem kleinen Startpunkt von ihr vorgeschlagen, eröffne ich das Gespräch. Herzlich willkommen, Nicola, schön, dass du da bist. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Genau, also ich habe jetzt, ich glaube, 5 Minuten Zeit oder so für meinen kleinen Impuls. Und da ich ja Arnes Video auch jetzt gerade erst zum ersten Mal gesehen habe, wird es in diesem Impuls eben nicht um das Video gehen, sondern um die Wahrheitsbewegung, die wir im Moment beobachten können. Der amerikanische Begriff dafür ist Truther, also Wahrsprecher sozusagen. Ursprünglich bezeichnet sich mit diesem Begriff Truther eine Bewegung, die verschwörungstheoretische Erklärungen für die Terroranschläge vom 11. September 2001 verbreitet. Inzwischen gibt es aber eben eine ganze Reihe solcher Wahrheitsbewegungen, darunter in Deutschland die Querdenker und in den USA und auch international die sogenannte QAnon-Bewegung, über die Arne eben auch schon kurz gesprochen hat. Diese Bewegungen sind in vielerlei Hinsicht sehr unterschiedlich, zum Beispiel in den Zielsetzungen und auch in ihren affektiven Antrieben. Gemeinsam ist ihnen aber die Berufung auf eine Wahrheit, die der allgemein akzeptierten Erklärung eines Ereignisses widerspricht und von der die Truther glauben, dass sie von einer Gruppe mächtiger Personen geheim gehalten werde. Also beispielsweise im Fall von 9/11 die Annahme, die Terroranschläge seien ein Inside-Job der amerikanischen Regierung gewesen, oder im Fall der Querdenker die Annahme, die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie dienten in Wahrheit der Errichtung einer Diktatur, oder eben im Fall von QAnon, dass hinter allen möglichen jüngsten Ereignissen von Corona bis zum Wahlgewinn Joe Bidens eine internationale satanistische Elite stecke, die Kinder entführe und töte, um aus ihrem Blut eine Verjüngungsdroge zu gewinnen. Schauen wir uns jetzt zunächst einmal den Wahrheitsbegriff dieser Bewegung genauer an. Ich würde sagen, erstens, ein Truther ist immer schon im Besitz der Wahrheit. Das illustriert zum Beispiel auch dieses Musikvideo sehr gut, das wir eben gehört haben mit diesem ständig wiederholten Mantra, das ist die Wahrheit. Der Truther kennt also die Wahrheit und das stattet ihn auch mit einer Sonderstellung aus und macht ihn anderen Menschen überlegen. Und diese Wahrheit, auf die sich der Truther hier so beruft, hat eine epiphane, also offenbarungsähnliche und zugleich dogmatische Struktur. Man denke etwa an die bekannte Szene aus dem Film Matrix, auf den sich unter anderem die QAnons gern beziehen und der auch in einem der von Arne herangezogenen Videos aufgerufen wurde. Also da hat man erst einmal die rote Pille der Wahrheit geschluckt, das ist das sogenannte Red Pilling, dann sieht man die Welt ein für alle Mal mit anderen Augen. Diese Wahrheit, der Truther, ist weder vorläufig noch ist sie revidierbar, zu ihr gibt es schlicht keine Alternative. Zweitens ist es für die Truther-Bewegung kennzeichnend, dass sich ihre Mitglieder gerne als Forschende, als Researcher verstehen. Das heißt, es geht hier immer auch darum, die Wahrheit, die man ja eigentlich schon kennt, ans Licht zu bringen, sichtbar zu machen. Die Wahrheit wird hier als eine Art großes Puzzlespiel gedacht und es braucht ein ganzes Heer von Anhängerinnen und Anhängern, um es Stück für Stück zusammenzubauen. Und da ist es natürlich hilfreich, wenn man immer schon weiß, worauf das Ganze hinauslaufen soll. Aber diese Struktur, dieser Aufruf zur Mitarbeit macht auch einen Großteil der Kohäsionskräfte dieser neuen Bewegung aus. Neben dem gemeinsamen Kampf gegen den paradoxerweise gleichzeitig als übermächtig und als besiegbar gedachten Feind. Es lohnt sich jetzt bei diesem Aspekt, bei diesem Puzzlespiel noch einen Moment zu verweilen. Verschwörungstheorien betreiben nämlich häufig auch eine Mimikrie an Wissenschaft, also eine Art Anähnelung. Sie berufen sich zum Beispiel auf vermeintliche Expertinnen und Experten, auch wenn diese der falschen Disziplin angehören oder längst nicht mehr in der Forschung aktiv sind. Sie häufen auch empirische Belege für ihre Thesen an, auch wenn diese extrem selektiv sind, Dinge aus dem Kontext reißen oder auf Anekdoten und Halbwahrheiten zurückgreifen. Sie üben auch häufig Methodenkritik, auch wenn sie selbst darauf verzichten, ihre eigenen Grundannahmen und Methoden zu explizieren oder die Falsifizierbarkeit ihrer Hypothesen zu überprüfen. Diese Mimikrie an Wissenschaft dient zum einen der Produktion von Glaubwürdigkeit, und zwar indem durch die Skepsis gegenüber dem wissenschaftlichen Konsens zunächst ein Vakuum geschaffen wird, dieses Vakuum dann aber sogleich wieder mit einer pseudowissenschaftlichen Theorie aufgefüllt wird.
So zehrt die Verschwörungstheorie paradoxerweise von der Autorität, die sie hinterfragt. Ja, also eben von genau der Autorität, die sie gleichzeitig in einem vorhergehenden Schritt hinterfragt hat. Es kommt aber noch ein weiterer Aspekt hinzu, und dieser Aspekt hängt eng zusammen mit der Rede vom Selber oder auch Querdenken, auf das sich diese Wahrheitsbewegung gern beziehen. Sapere aude, sie seien die wahren Aufklärer. Sicherlich handelt es sich dabei einerseits um nachträgliche Rationalisierung von affektiv motivierten Schuldzuweisungen. Zugleich haben wir es hier aber auch mit einer Art Heldentum der Heterodoxie zu tun, also mit dem ausgestellten Zweifel an einem vermeintlich orthodoxen Wissen. Denn der Zweifel ist sowohl eine wissenschaftliche wie eine verschwörungstheoretische Tugend, könnte man sagen. Jedoch mit dem wichtigen Unterschied, dass der Zweifel in der Wissenschaft Methode hat und das Ergebnis offen ist. Nur was belegt werden kann und nicht falsifiziert werden kann, wird wissenschaftlich akzeptiert, während in der Verschwörungstheorie das Ergebnis immer schon feststeht und die Tatsachen eben entsprechend angepasst werden. Und jetzt schauen wir uns also diese Tätigkeit des Selber- oder Querdenkens einmal genauer an, und zwar eben am Beispiel dieser QAnon-Bewegung, deren Anhängerinnen und Anhänger sich besonders gern als Researcher bezeichnen. Was meinen sie eigentlich damit? Zum einen geht es hier nicht im eigentlichen Sinne um Research, also um Forschung, sondern um Recherche, also eine Keyword-gestützte Google-Suche. Zum Zweiten stammen diese Keywords in der Regel von Q. Die Recherchen der QAnons zielen darauf, die Fragen und Rätsel zu beantworten, die Q in seinen sogenannten Q-Drops stellt. Man kann das Prinzip gut mit einer Schnitzeljagd vergleichen. Weil Q die Wahrheit nicht explizit aussprechen darf, so die Überzeugung seiner Anhängerinnen und Anhänger, gibt er verschlüsselte Hinweise, denen die QAnons im Netz nachgehen und die sie dann zu den gewünschten Informationen führen. Bei diesen Q-Drops handelt es sich um Suggestivfragen, um Entscheidungsfragen, also Ja-Nein-Fragen, oder eben um Rätsel, die gewissermaßen wie so Search-Aufträge angelegt sind. Mit dem Selber im Selberdenken ist es also nicht so weit her. Man denkt nicht selber, sondern nach Anleitung. Und dieses Denken folgt dem Prinzip der Assoziation und der Analogisierung. Es erkennt überall Muster und Kausalitäten und es ist ziemlich unempfindlich gegen Widersprüche. Ebenso wenig weist sich das sogenannte Selber- oder Querdenken durch eine Skepsis gegenüber Autoritäten aus. Im Gegenteil, häufig folgt es Autoritäten erstaunlich unkritisch, ob diese nun Donald Trump, Q, Daniele Ganser oder Ken Jebsen heißen. Um noch einmal auf den bei den QAnons so beliebten Rekurs auf den Matrix-Film zurückzukommen, auch dort gibt es eine solche Mentorenfigur, die da eine wichtige Rolle spielt, Morpheus, der dem Helden Neo eben den Weg zur Wahrheit eröffnet. Zwar gibt es in der Interpretation einzelner Q-Drops durchaus gewisse Spielräume, doch sprengt letztlich keine Interpretation den Rahmen des bekannten Master-Narrativs. Das heißt, die QAnons, dieses Master-Narrativ, das schreiben die QAnons einerseits selbst, aber andererseits meinen sie, das eben nur von diesen Q-Drops abzulesen, beziehungsweise nur in den Weiten des Netzes zu finden, zu entdecken. Der Mimikry an Wissenschaft entspricht also eine Suggestion von Selber- und Querdenken. Tatsächlich funktionieren Verschwörungstheorien jedoch eher wie Geschichten oder Mythen. Sie sind nicht Produkt von Forschung, sondern von wilder Spekulation und Imagination. Und sie sind, insofern sie auf bewährte narrative Muster, Stereotype und auch ältere Verschwörungstheorien zurückgreifen, dabei noch nicht einmal besonders kreativ. Trotzdem lohnt es sich, die Wissenschaftsmimikry und die Suggestion des Selberdenkens ernst zu nehmen. In ihr spricht sich nämlich eine durchaus legitime Sehnsucht nach Selbstermächtigung aus. Dazu passt, dass ja auch die Geschichten, an die die Truther glauben, darauf angelegt sind, ihnen eine imaginäre Handlungsmacht zurückzugeben. Verschwörungstheorien verarbeiten das Gefühl, machtlos zu sein, und lösen diese Ohnmacht dann in eine Geschichte auf, in der nun deren Erzählerinnen und Erzähler die Kontrolle über das Geschehen haben. Über die Sozialfigur des Truthers und seine Verschwörungstheorien wird so zum einen der Vertrauensverlust in institutionalisierte Formen der Wissensproduktion und medialen Kommunikation artikuliert, sowie ganz generell die Frage verhandelt, wie verbindliches und legitimes Wissen überhaupt zustande kommt. Zum anderen wird über sie ein Ohnmachtsgefühl, eine Sehnsucht nach Handlungsmacht zum Ausdruck gebracht und damit indirekt auch die Frage nach politischer Partizipation und gesellschaftlichen Gestaltungsmöglichkeiten gestellt.
Die Verschwörungstheorien vermögen all dies nicht einzulösen. Sie verlieren sich stattdessen in den Raum des konspirativen Imaginären. Aber das Nachdenken über die Verschwörungstheorien und die sogenannten Wahrheitsbewegungen und die Sozialfigur des Truthers, die kann durchaus solche Perspektiven eröffnen. Das war's. Vielen Dank. Und jetzt sieht man auch, dass wir mittlerweile zu dritt sind. Hallo und herzlich willkommen, Arne. Ich glaube, schon wieder im neuen Gewand. Aber erstmal nochmal ganz kurz zu dem, was Nicola gerade eingebracht hat. Ich finde das total wichtig, nachdem Arne uns auch ganz schön fies so in die Untiefen des Internets verführt hat, jetzt so einen Schritt zurückzugehen und sich zu fragen, warum ist es eigentlich für uns alle angemessen, uns mit diesen doch zum Teil auch sehr weit weg erscheinenden Phänomenen zu beschäftigen. Ich meine, ein Teil der Antwort liegt im Moment ungefähr jedes Wochenende auf der Straße, weil die Wahrheit über die aktuelle pandemische Lage zur Ausgangssituation für politische Konflikte geworden ist. Und weil, so hat, glaube ich, dein Vortrag gerade, Nicola, deutlich gemacht, dass eben auch ein Zeitgeistphänomen ist, dass über die Frage nach Anspruch auf Wahrheit, Anspruch auf wissenschaftliche Wahrheit oder um sozusagen Arnes Perspektive mitzubringen, Anspruch auf emotionale Wahrheit, gerade Perspektiven in der Politik aufs Grundsätzliche verhandelt werden. Ist das übertrieben, das sozusagen? Steht da zur Debatte, wer darf noch über unsere politische Wahrheit sprechen und wer beansprucht es neu? Wen fragst du jetzt? Erstmal als Rückfrage an dich war das gedacht. Ah, okay. Das ist das, was ich versucht habe, sozusagen mit meinem Schlussplädoyer deutlich zu machen. Ich glaube, dass das so ist, dass wir diese Wahrheitsbewegungen, wie sie jetzt an verschiedenen Stellen zu beobachten sind und eben auch im Kontext der Corona-Krise zu beobachten sind und diese Rhetorik der Wahrheit oder die Berufung auf Wahrheit im Sinne einer eines rhetorischen Mittels eigentlich, dass das schon wichtig ist, weil es genau diese Frage stellt, auf die ich eingegangen bin, nämlich was wird hier eigentlich artikuliert? Also was für eine Art von Unmut, was für eine Art von Bedürfnis nach politischer Partizipation wird hier artikuliert, gleichzeitig auch, was wird hier für ein Verständnis oder auch Unverständnis von Wissenschaft artikuliert. Also, und aus all diesen Gründen, glaube ich, ist es ganz wichtig, so absurd das auch manchmal scheint, sich mit diesen Theorien auseinanderzusetzen, mit diesen Verschwörungstheorien und diesen Bewegungen auseinanderzusetzen. Aktuelle Studien wie etwa von der Uni Basel, aber auch die Arbeit von Pierre Lamberti zeigen Daten, die vielleicht auch keine Neuigkeit sind, dass etwa 20% der deutschen Bevölkerung zumindest eine gewisse Affinität zu Verschwörungserzählungen hat. Arne, trotzdem hast du dich entschieden, mit Beispielen hier Truthy Fiction zu bestreiten, die eher uns vielleicht noch nicht so bekannt sind und noch nicht so eine große Rolle spielen wie andere, die wir mittlerweile täglich auch in den Nachrichten sehen. Was hat denn dich daran interessiert, sozusagen mit dem Abwegigen erstmal einzusteigen? Ich weiß gar nicht, ob das so abwegig ist. Ich glaube, da kommen verschiedene Sachen zusammen. Das eine ist natürlich, man muss ja immer was Neues machen. Das gehört ja auch zum Business mit dazu. Und tatsächlich hatte ich für mein Gefühl nicht so viel Lust, mich mit den Sachen zu beschäftigen, die ich die ganze Zeit schon auf Twitter lese. So, weil warum die nochmal, also da war, glaube ich, mein eigener Lernanspruch höher als der Vermittlungsanspruch. Aber ich habe versucht, das ja so mit den Beispielen ein bisschen aufzuspannen, von so etwas extremeren Fällen bis hin in die, glaube ich, diese Innerlichkeitsbewegung, die überhaupt nicht abseitig ist. So wie auch Querdenken ja nicht, ist ja auch keine abseitige Bewegung. Das speist sich ja aus dieser sogenannten Mitte der Gesellschaft alles. Und
mich hat vor allen Dingen interessiert, was ist das Kontinuum, also was ist so der affektive Anspruch, mit dem da auch Politik gemacht wird, der ja aber auch seine Gründe haben muss. Vielleicht auch, weil ich das Gefühl habe, dass also die Erklärungsmodelle, die ich oft höre, manchmal auch sowas wie so Pfeifen im Keller haben. Also man sagt sich dann, das sind Leute, die denken gar nicht richtig selber oder denen ist das alles zu kompliziert und deswegen suchen sie die einfachen Antworten. Und ich bin nicht total überzeugt davon, dass das genügt. Ich fand die Beispiele auch wirklich gut. Entschuldigung. Ich wollte wollte dazu sagen, ich fand einige der Beispiele auch wirklich sehr, sehr gelungen. Sie mögen abseitig sein, insofern man sie noch nicht kannte, aber ich glaube, vieles davon lässt sich durchaus auch gut verwenden, wenn man darüber nachdenken will, warum es wichtig ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. So habe ich auch verstanden, diese Frage. Also zum Beispiel bestimmte Begriffe, die in diesen Videos immer wieder fallen. Beispielsweise die Rede von der Freiheit. Also es ist ja nicht nur die Rede von der Wahrheit, die da immer wieder auftaucht, sondern es wird ja immer gekoppelt an die Rede von der Freiheit. Das kam ja auch in deinem Video, Arne, schon zur Sprache. Und dann natürlich, finde ich, kann man hier anhand der Bilder, die hier auch aufgerufen werden, natürlich sehr schön, bestätigt das sehr schön, finde ich, was du auch gesagt hast. Was ist das überhaupt für eine Freiheit, von der hier die Rede ist, ne? Und du hast da von der neoliberalen Version von Freiheit gesprochen und dieser Art Hyperindividualismus, der hier irgendwie propagiert wird, mit zum Beispiel das Bild, ich fahre mit dem Motorrad über das Stoppelfeld, das kommt in einem dieser Musikvideos vor, das ist so das ultimative Bild von Freiheit und das ist nicht nur natürlich ein unglaubliches Klischee, also wie viele von diesen Bildern irgendwie, die da aufgerufen wurden, auch natürlich irgendwie sehr kitschig sind, schon tausendmal gesehen, ne? Aber sondern gleichzeitig ist es, spricht es, finde ich, auch Bände darüber, was hier überhaupt, was hier mit Freiheit eigentlich assoziiert wird. Ne? Dass es irgendwie diese Freiheit ist, ja, ich möchte halt tun und lassen können, was ich will, ohne Rücksicht auf Verlust. Das ist so eine Freiheit minus Solidarität oder so. Ne? Und das finde ich, dass da eignen sich ja die Videos zum Beispiel. Und auch andere Begriffe, natürlich der Begriff der Wahrheit, um den es hier sowieso geht, das lässt sich dann an den Videos natürlich auch nochmal ganz schön erfassen. Also, und das, ich glaube, das zeigt eben auch, warum es wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, ne? Weil natürlich diese Videos auch was machen mit den Leuten, die sie schauen. Also was passiert mit dem Wahrheitsbegriff, ne? Wenn der in dieser Weise immer wieder aufgerufen und verwendet wird. Ja. Nikolai, in Halbwahrheiten in deinem Buch beschreibst du für die Seite der Produktion von Halbwahrheiten oder auch für den Umgang mit dem Wahrheitsanspruch das in etwa so, dass das auch eine zynische Überhöhung von medialen und politischen Logiken in sich birgt, die uns aus der politischen Mitte in den letzten, ich sag mal, 10, 20 Jahren immer wieder entgegengekommen ist. Also praktisch eine Aneignung von Strategien einer politischen Mitte, die hier in Anführungsstrichen zu Ende gedacht oder ins Extrem getrieben wird. Und Arnes letztes Argument in Truthy Fiction habe ich so ein bisschen ähnlich verstanden. Nikolai, vielleicht zuerst, du kannst du diese Idee, die dahinter steht, ein bisschen ausführen? Ja, also ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten, die auszuführen. Also ich verstehe deine Frage jetzt so, dass du mich nach dieser einer Politik der scheinbaren Alternativlosigkeit hier fragst. Und da kann man jetzt erstmal konkret antworten, weil wir jetzt ja auch über die Corona-Krise viel gesprochen haben. Was heißt das konkret, wenn man jetzt die Corona-Krise herausgreift? Da würde ich sagen, es ist schwierig, es wird es eben, wenn argumentiert oder eben nicht argumentiert wird, die und die Maßnahme ist alternativlos. Das diktieren uns so die Fakten. Und das ist deswegen problematisch, weil Fakten erstmal gar nichts diktieren. Also erstens sind wissenschaftliche Fakten vorläufig revidierbar Ergebnis eines Forschungsprozesses. Und zweitens sind die Fakten das eine und die Entscheidung, welche politischen Maßnahmen man in Reaktionen darauf ergreift, ist das andere. Ja, das braucht dann eine politische Diskussion, ein Abwägen unterschiedlicher Meinungen auf Grundlage dieser
wissenschaftlichen Tatsachen. Und solche Prozesse sollten eben nicht ausgesperrt werden. Also die müssen kommuniziert werden, weil wenn sie nicht kommuniziert werden, sondern ausgespart werden mit dem Verweis auf ein vermeintliches Diktat der Fakten, dann entsteht folgendes Problem. In dem Moment, wo man glaubt, Fakten würden etwas erzwingen oder diktieren, dann gehen natürlich die Gegner bestimmter Maßnahmen auch gegen die Fakten an. Das heißt, sie beginnen, die Fakten zu leugnen oder gegen Fakten zu erfinden, die dann ebenso zwingend sein sollen. Ja? Aber eben, Fakten erzwingen nicht, sondern sie sind Ergebnis eines Forschungsprozesses und sie bilden allererst eben die Grundlage einer fundierten Meinungsbildung. Also das wäre sozusagen konkret jetzt auf diese Corona-Krise bezogen, das Problem, was sich hier meiner Ansicht nach aus so einer Politik der Alternativlosigkeit ergibt. Und dann sozusagen in meinem Buch, da habe ich das noch in einem größeren Kontext über eine Politik der Alternativlosigkeit nachgedacht. Und da ging das ursprünglich aus meiner Frage hervor, ob sich der Konjunktur der Halbwahrheiten auch mit Ideologiekritik begegnen ließe. Und mein Punkt war dann eben zu zeigen, dass eine Politik der Alternativlosigkeit ja im Grunde gar keine ideologische Politik ist, weil Ideologie ja eigentlich immer Rechtfertigung bedeutet. Eine Politik der Alternativlosigkeit rechtfertigt sich aber nicht mehr, sondern sagt sozusagen, ja, es geht nicht anders. So ist es eben. Und dann wird Ideologiekritik eigentlich obsolet, weil die immer eigentlich eine soziale Realität an ihrem ideologischen Überbau misst. Und dann kann man letztlich nur noch die richtige Frage stellen, wem nutzt es, diese Politik als alternativlos darzustellen? Also eben die Frage nach der Macht hinter dieser Wahrheit. Und das Problem ist, dass das dann, so richtig das ist, ja, ich habe dann darauf fokussiert, dass das aber auch umschlagen kann in einen relativistischen Wahrheitsbegriff, der Wahrheit dann überhaupt nur noch als Machteffekt denken kann. Und das heißt, dieser relativistische Wahrheitsbegriff, der übt dann nicht nur Kritik an diesem technokratischen Positivismus, sondern ist zugleich auch die Konsequenz daraus, weil ihm eben sozusagen jede Wahrheit abhanden kommt, die das bloß Bestehende transzendieren würde. Und der zynische Wahrheitsbegriff setzt Wahrheit dann schlicht mit Herrschaft gleich. Und das ist der Rahmen, in dem meiner Ansicht nach dieses Postfaktische blüht und Halbwahrheiten Konjunktur haben. Und wo man dann landet, also da, wo Argumente nicht mehr zählen, gilt am Ende das Recht des Stärkeren und das Recht zur Setzung der eigenen Wahrheit. Also das ist der größere Kontext, um diese Frage nach der Politik der Alternativlosigkeit hier zu beantworten. Vielleicht um es nochmal so ein bisschen runterzubrechen. Wir wissen, wenn wir die Forschungslage zu Verschwörungserzählungen ein bisschen verfolgen, auch die psychologische Forschungslage, wissen wir, dass es eine starke Annahme gibt, dass Leute dann anfällig für diese Form von Wahrheitserzählungen werden, wenn sie ein starkes Gefühl von Hilflosigkeit erleben. Und das kann man jetzt natürlich auf die Pandemiesituation sehr konkret beziehen. Aber so wie ich dein Argument gerade verstehe, würde es eher in die Richtung gehen, das ist auch eine erzählte Hilflosigkeit, die über den Umweg der Alternativlosigkeit entsteht. Also indem das neoliberale Modell unhinterfragbar erzählt wird, entsteht diese Situation, wo man sich dann eben auf andere Weise seine Alternativen oder seine Spielräume auch verschaffen will. Ja, das ist unbedingt so. Also Hilflosigkeit, genau, Orientierungslosigkeit auch. Also der Kritik fehlt ihr Rahmen gewissermaßen. Wo soll es hingehen mit dem Gefühl von Ohnmacht, Unzufriedenheit, diffusen Gefühlen von Ungerechtigkeit. Also eine Orientierungslosigkeit spielt da, glaube ich, auch eine große Rolle. Ja. Wie geht ihr denn mit diesen Gefühlen um? Also Hilflosigkeit, Orientierungslosigkeit, Ohnmacht. Du meinst, was die Alternative überhaupt dazu wäre? Ja, also wenn ihr nicht annimmt, dass das immer nur die anderen haben. Also ich habe die Gefühle ja auch. Das ist quasi, wenn das eine Möglichkeit ist, damit umzugehen, was sind die anderen Möglichkeiten? Also wie kriegen wir das hin?
Also ich meine, es ist so, das berührt ja auch ein bisschen die Frage, würde ich sagen, sind Verschwörungstheorien eine Form von Sozialkritik vielleicht auch, von Gesellschaftskritik, ja? Und vielleicht kann man so auf deine Frage, Arne, antworten. Also ich glaube, dass in manchen Verschwörungstheorien, das hat man auch in einem deiner Videos gesehen, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie dieser Rapper hieß, der auf diesem Podest stand. Schwarz-Weiß. Ja, also jedenfalls gab es da eine Strophe, in der ganz viel die Rede davon war, also von ganz vielen sozialen Missständen die Rede war und dann immer gesagt wird, aber die Politik tut ja nichts und das ist noch ein Missstand, aber sie tut ja nichts. Ja. Also das heißt, ich glaube, es gibt durchaus da oft einen richtigen Impuls, wenn man so will, oder einen Impuls eigentlich zu einer Form von Sozialkritik. Das Problem ist dann quasi, wenn falsch abgebogen wird. Das heißt, wenn dem Gefühl von Ohnmacht nicht auf den Grund gegangen wird, indem gesellschaftliche Strukturen untersucht werden oder die ökonomischen Logiken oder die Institutionen, sondern indem dann diese ersehnte Handlungsmacht, also raus aus der Ohnmacht, imaginär realisiert wird, indem man sich eben diese Gruppe von Verschwörern imaginiert, gegen die man dann ankämpfen kann und auf diese Weise natürlich diese Handlungsmacht wiedergewinnt in der Imagination. Ich persönlich, also weil du eben gefragt hast, wie macht ihr das denn? Ich würde eher sagen, man könnte dann eben zu einer anderen Form eben tatsächlich von Sozialkritik ansetzen, die versucht, diesen Ursachen auf den Grund zu gehen. Und dann landet man nicht bei einer Verschwörungstheorie, sondern bei einer kritischen Gesellschaftstheorie. Eine andere Frage, die sich damit verbindet, Arne, ich weiß ja, dass du deinen Protagonistinnen und Protagonisten auch oft über lange Zeit folgst im Internet und deren Entwicklung so nachvollziehst. Ist es überhaupt angemessen, erscheinen dir das die richtigen Kriterien und die richtigen Fragen an das, was du da beobachtest? Sind das Leute, die auf ihre eigene Hilflosigkeit reagieren? Schwer zu sagen. Also ich glaube, das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Mein Zweifel an den Geschichten über quasi diese Hilflosigkeit ist, dass sie so oft so klingen, als wären das immer die anderen, die hilflos sind. Mhm. So, und ich fühle mich ja auch so. Ich kenne diese Geschichten, wo man dann sagt, die Leute sind falsch abgebogen, aber ich weiß nicht, wo man richtig abbiegen soll. So, ich kann einfach nicht abbiegen, aber ich weiß nicht, wo der richtige Abzweig ist. Und das ist ein riesiges Problem, glaube ich, weil dann nimmt man halt den Falschen, weil man immerhin abbiegt, statt weiter geradeaus zu fahren. So, das verstehe ich an irgendeinem Punkt als auch politische Entscheidung, kann ich das nachvollziehen. Nicht, dass ich da rein will oder dass ich diese Abzweige nehmen will, also quasi, das sind ja dann ethische Fragen auch, aber ich kann den Impuls verstehen. Ich glaube, bei den Leuten, die ich mir angucke, ist es extrem unterschiedlich. Es gibt Leute, die tatsächlich nach so den beschriebenen Formen auf Krisen reagieren, auf persönliche Krisen und dann woanders Halt finden. Bei anderen bin ich dann nicht so sicher, weil bei denen habe ich das Gefühl, die Erzählung, dass sie da bequeme Wahrheiten finden, überzeugt mich nicht so sehr, weil sie so wahnsinnig viel aufgeben. So in dem Moment, wenn du deine Freundeskreise verlierst, wo du den Großteil deiner Familie verlierst, weil du dich über Verschwörungserzählungen mit denen zerbrichst, da leiden ja alle Teile drunter. Das heißt, so viel aufzugeben vom eigenen Leben, den eigenen Job zu riskieren oder sowas, ist ja krass. Und das ist sicherlich keine bequeme Wahl. Das heißt, es gibt noch mehr. Es gibt einerseits, glaube ich, so deregulierte Sektenstrukturen, also wo du nicht mehr den einen Guru oben hast, sondern viele kleine Pyramiden nebeneinander, die im Netz so funktionieren, dass du in diesen neuen Gemeinschaften aufgefangen wirst. Aber das weißt du am Anfang ja auch nicht. Also ich finde das total rätselhaft, warum es für Menschen so plausibel ist, sich auszuklinken. Und auf der anderen Seite, also auf einer persönlichen Ebene rätselhaft und gleichzeitig finde ich es strukturell total nachvollziehbar. Und das ist das, was mich beschäftigt oder weil ich so das Gefühl habe, das fehlt mir oft in den Erklärungen darüber,
warum die Entscheidung jetzt für Verschwörungserzählungen, ich meine, ich finde die auch scheiße oder so, aber warum diese Entscheidung so doof ist, fehlt immer so ein bisschen das eigene Problem. Also was ist der, das ist das, was, glaube ich, was mich interessiert hat, wenn ich künstlerisch damit arbeite, das Material oder diese Beispiele dafür zu benutzen, dass ich mich fragen kann, okay, wie weit kann ich das nachvollziehen? Was verstehe ich daran? Und an welchen Punkten bin ich damit beschäftigt, das, was andere Menschen tun, mir fremd zu machen? Und warum mache ich das eigentlich? Und an welchen Punkten wird es mir ähnlich, ob ich das will oder nicht? Das quasi auf der affektiven Ebene. Und dann gibt es politische, ideologische Ebenen, wo ich das ganz indiskutabel finde, irgendwas nachzuvollziehen. Also ich bin jetzt kein Fan von Faschismus und finde auch nicht, man muss diese Haltung verstehen oder so. Aber also eine Sache, die mir jetzt bei der Erarbeitung von dem Abend hier so deutlich geworden ist, dass ich den Eindruck hatte, hier organisiert sich ein gesellschaftlicher Wandel und der braucht halt seine Protagonisten. Es müssen Leute kommen, die die alte Ordnung kaputt machen, weil sie eh kaputt geht. So, das muss aber auf der sozialen Ebene auch nachgespielt werden, diese enorme technologische Entwicklung, die wir haben und die Veränderung von Öffentlichkeitsstrukturen. Das muss sich auch irgendwie sozial ausagieren und irgendjemand muss in diese Rollen reingehen. Das könnte man so oder so oder so machen, aber im Moment ist dieser Platz relativ frei und wird mit schlechten Sachen besetzt. Vielleicht könnte man den auch besser besetzen, aber ich glaube nicht, dass man ihn nicht besetzen kann. Ich glaube nicht, dass wir zurückkommen zu dem Punkt, an dem das alles in Ordnung war und alle unsere Institutionen total gut funktioniert haben und diese Arbeitsteilung eine super Sache war und wir fortschrittsmäßig in die Zukunft gegangen sind, wo alles irgendwie mal besser wird. Ich glaube, das ist over. Und dass die Verteidigung dieses vergangenen Status quo manchmal strategisch eine gute Idee ist und manchmal halt auch nicht. So, jetzt habe ich es wieder sehr kompliziert gemacht, glaube ich. Darf ich eine Frage stellen? Klar. Ich fand das interessant, was du eben gesagt hast, darüber, wie du dich diesen Bewegungen näherst, auch in deinen Arbeiten. Und deine Video-Performance eben lief, haben Jeanne und ich uns auch, wir konnten uns ja in Zoom parallel auch unterhalten, haben das jetzt nicht so intensiv gemacht, aber ein kleines bisschen. Und eine Sache, über die wir uns da unter anderem schon ausgetauscht haben, ist, also das finde ich eigentlich einen interessanten Punkt, inwiefern du so eine Strategie von der Anähnelung hier irgendwie auch benutzt hast in diesem Video. Also wo du dich in der Art und Weise, wie du über dieses Material gesprochen hast, den Phänomenen, über die gesprochen hast, wo du dich denen ein bisschen angeglichen hast. Das fände ich, wir hatten beide den Eindruck, dass es der Fall ist. Vielleicht wäre das etwas, worüber du noch was sagen könntest. Ja, glaube ich schon. Also so der Versuch, Konvergenzen herzustellen. Das ist, ich weiß nicht, vielleicht macht man das immer irgendwie im Theater, weil Theater funktioniert halt so. Man spielt so andere Leute nach und was andere Leute tun. Und ich finde das ganz fruchtbar für mich als so eine Verständnisstrategie bis zu einem bestimmten Punkt. Man kann natürlich auch damit spielen, weil auf einer anderen Ebene stimmt das, glaube ich, auch nicht, dass man dadurch, dass man jetzt andere Leute nachmacht, besser versteht, wie es denen geht. Also das sind ja immer auch Annahmen und Projektionen. Aber bis zu einem bestimmten Punkt finde ich das relativ fruchtbar, um genau das, was ich gerade meinte, rauszufinden, so, wo sind denn die Ähnlichkeitsmomente? Wo kann ich denn verstehen, was passiert und wo dann nicht mehr? Und was verstehe ich dadurch vielleicht besser über die geteilte Situation, in der wir sind? Also die anderen und ich, weil wir leben ja trotzdem irgendwie noch in der gleichen Welt, obwohl man manchmal das Gefühl hat, dass das ganz schön auseinanderdriftet. Insofern ja, auf jeden Fall probiere ich. Ist es dann eher so, dass du sagst, also Anähnelung letztlich als Mittel zur Absetzung, also erst die Anähnelung und indem man sich ähnlich macht, hat man dann mehr Einsichten und kann dann vielleicht besser Punkte finden, an denen man kritisch ansetzen kann oder an denen man irgendwas dekonstruieren kann. Oder
ja. Wir haben, das war vorhin auch Thema im YouTube-Chat, erinnere ich mich, da ging es um Ziele, weil eine von diesen war oder nicht Aussagen war, dass das menschliches Handeln immer Zwecke und Ziele hat. Und ich dachte so, verstehe ich nicht. Ich glaube, ich arbeite irgendwie nicht so zielorientiert. Also der Versuch, etwas besser zu verstehen, beinhaltet nicht unbedingt schon eine Zwecksetzung für mich. Also quasi, ich mache das nicht, um die nach besser kritisieren zu können oder so, wenn man es mal so ganz runterbricht. Das fällt vielleicht auch mit ab. Aber es ist wahrscheinlich auch ein Effekt davon, dass ich aus freien Theater komme, wo man jetzt nicht zu den großen Volksmassen spricht, sondern in der Regel ist ein relativ überschaubarer Kreis von Personen ist, die kommen und die sind einem relativ ähnlich und denen musst du ja nicht erzählen, wie schlimm die anderen sind, sondern da ist immer das Interessante zu gucken, wie, wo sind denn unsere eigenen, wo brechen wir denn selber ab oder wo werden wir denen ähnlich und was verstehen wir darüber, nicht nur über Leute, die uns politisch nicht nah sind, sondern auch über uns selbst. Und das ist eine Strategie, die ich dafür benutze. Ich habe aber auch eine Frage, weil du vorhin gesagt hast, Research ist nicht Recherche. Und das hat mich natürlich getroffen, weil ich ja so Google-Kunst mache. Was ist der Unterschied? Naja, Research ist einfach der englische Begriff für Forschung. Und Recherche ist ja, also diese Art von Recherche, die bei den QAnons läuft, ist ja einfach im Internet surfen. Hier das finden, mal das finden, das alles sozusagen Collagen bilden, Muster erkennen. Ja. Und. Aber das Wissen, also die Sachen, die man findet, zusammenzusammeln und so Haufen daraus zu machen, größere Mengen und dann versuchen, Muster zu erkennen, ist ja eigentlich ein Forschungsvorgang. An welchem Punkt divergiert es? Wir hatten das in dem Vorgespräch nämlich auch schon mal, als ich dann kam und meinte, das ist doch Wissensproduktion, was die da machen. Naja, dir so ein bisschen unangenehm war, weil das ja definitiv nicht Wissenschaft ist, was sie betreiben. So aber ist wo es. Ist eigentlich der Unterschied? Genau, Forschung, der Begriff der Forschung ist für mich gebunden an Wissenschaft. Und das, was da passiert, ist natürlich es ist kein wissenschaftlicher Forschungsprozess, der da passiert. Es ist nur schwierig zu sagen, was das ist. Ich habe ja versucht, das zu beschreiben. Es ist sicherlich auch, du hattest am Anfang mal so ein Dreieck aufgebaut, Religion, Kunst, Wissenschaft. Und ich glaube, es ist weder, also man könnte natürlich sagen, dass letztlich, was die QAnon-Bewegung ist oder mehr und mehr dann wurde, hat eine starke Affinität zu einer religiösen Bewegung. Aber ich glaube, im Selbstverständnis der Anhängerinnen und Anhänger ist das, was sie machen, am ehesten Wissenschaft. Also die verstehen sich nicht als Künstler und die verstehen sich auch nicht als Anhänger einer bestimmten Religion, sondern die nennen das Research und die wollen das auch als Wissenschaft verstehen, obwohl es keine ist. Ja, und das genau, das ist also der Wahrheitsbegriff, mit dem sie dann operieren, wenn sie sich Truther nennen. Das ist der eigentlich, der aus der Wissenschaft sozusagen übernommen wird, was eben das natürlich das Problem auch ist dann in dem Fall. Ich finde es ganz gut, dass du gerade nochmal auf die verschiedenen Bewegungen, die ja auch sehr unterschiedlich sind, wenn man denn überhaupt von einer Bewegung, die ja in unserem etablierten Verständnis auch immer noch was Geschlossenes oder was Verbindliches zugrunde legt, wenn man davon überhaupt sprechen möchte in dem Zusammenhang. Aber das bringt mich zu einer Frage zurück. Natürlich ist diese Anverwandlung oder auch der gestische Nachvollzug ist eine Strategie, mit der man vielleicht dem nahe kommt, was Person X an einer solchen Weltsicht reizen oder sie dazu verführen könnte. Was man aber dabei ja außen vor lässt oder was davon nicht abbildbar ist, ist die ganze Frage eines Marktes, der dadurch entsteht. Arne hat es insofern in seiner Performance am Ende eingebracht, als er gesagt hat, es ist auch eine Reaktion auf eine ständige Marktförmigkeit, in der sozusagen das Abgeschnittensein von den normalen Konsumverhältnissen schon als Freiheitsentzug erlebt wird. Nikolai, in deinem Buch könnte man es vielleicht eher so skizzieren, dass eine bestimmte Form der medialen Aufmerksamkeitsproduktion dieser Markt ist, auf dem das Ganze stattfindet. Und als drittes gibt es natürlich, das hat Arne in der Performance dir
vor ein paar Monaten gemacht hat zu QAnon, auch stark gemacht, gibt es natürlich auch die Interessen politischer Akteure, rechter Bewegungen, die systematische Unterwanderungsversuche machen, großer politischer Akteure wie Trump, die das medial weiterzuspielen wissen. Also es geht ja über die individuelle Erfahrung einer Person, die da hineinrutscht, hinaus. Und es gibt durchaus ein System, was man dahinter beschreiben könnte. Und ich glaube, das wäre wichtig an der Stelle, sich dazu auch noch mal so ins Verhältnis zu setzen. Vielleicht angefangen mit Nicola, die du ja in deinem Buch sehr genau auch anhand von Beispielen beschreibst, in welchem Mediensystem, ohne dass es zu einer Medienkritik insgesamt wird, aber in welcher Logik solche Dinge produziert werden. Ja, also ich glaube, das Stichwort der Aufmerksamkeitsökonomie hast du ja schon gebracht. Ich glaube, das spielt da natürlich eine ganz große Rolle. Ist ja auch vielfach schon diskutiert worden. Auch bei der Frage, inwiefern ist eigentlich das Internet, sind die sozialen Netzwerke und die Plattformen mit ihren spezifischen Logiken, die ja genauso funktionieren, also eigentlich auf Likes sozusagen, das ist die Währung, mit der da bezahlt wird, Likes oder wie häufig etwas weitergeleitet wird, genauso funktionieren. Die Frage wurde häufig gestellt, inwiefern die sozialen Netzwerke für das Phänomen des Postfaktischen auch mit eine Verantwortung tragen. Und ich glaube, dass die keineswegs allein dafür verantwortlich sind. Aber ich glaube, dass man sie schon als eine Art Brandbeschleuniger für solche Tendenzen beschreiben kann. Und das hat natürlich ganz viel mit dieser Aufmerksamkeitsökonomie zu tun, auf die du schon hingewiesen hast. Ein anderer Punkt, weil du Trump angesprochen hast, ist natürlich die Destabilisierung von Demokratie, die natürlich hier bei manchen politischen Vertreterinnen und Vertretern eine wichtige Rolle spielt. Und ich würde Trump da mal mit dazu zählen. Und auch da ist es so, dass diese Erosion eigentlich von Wirklichkeit und auch die Einebnung der Unterscheidung von Wahrheit und Lüge, dass die, glaube ich, da eine ganz zentrale Rolle spielt, weil das natürlich letztlich für demokratische politische Prozesse eine ganz entscheidende Grundlage ist, also von einer geteilten Wirklichkeit auszugehen, auf deren Grundlage man sich dann streiten kann auf der politischen Bühne gewissermaßen. Und in dem Moment, wo aber diese Grundlage erodiert, wo die nicht mehr gegeben ist, wo jeder seine eigenen Wahrheiten für sich beansprucht und diese Kommunikation gar nicht mehr stattfinden kann, da ist man dann eben, landet man ganz schnell, ich habe eben schon von relativistischen und zynischen Wahrheitsbegriffen gesprochen, und die lassen sich sehr leicht natürlich mit einer autokratischen Form von Politik vereinbaren. Und das, denke ich, ist etwas, was nochmal deutlich zeigt, wieso diese Auseinandersetzung mit der Frage, was passiert durch diese Wahrheitsbewegung eigentlich mit dem Begriff von Wahrheit, warum die so wichtig ist, auch über sozusagen die individuelle einzelne Person und die einzelne Wahrheitsbewegung hinaus. Es gibt noch einen performativen Aspekt im Netz. Ist ja ein Publikationsmedium zu großen Teilen. Das heißt, ich kann veröffentlichen. Und das ist ein Privileg, was vorher nicht so viele Leute hatten, dass plötzlich allen offen steht. Und damit geht so ein bisschen der Pfad auf zu, also die Praxis oder den Anschein der Praxis derjenigen, die publizieren gewohnheitsmäßig oder quasi das früher immer gemacht haben, zu simulieren auf eine Art. Wer kann ich sein? Ich kann auch Journalist sein. Wir können alle Journalisten sein. Citizen Journalism, Citizen Science. Wir können jetzt alle irgendwie so tun, als ob wir wissenschaftlich arbeiten würden. Wir können auch alle Künstlerinnen und Künstler sein. Das ist, das finde ich so einen interessanten Aspekt, der total schwer zu entwirren ist, diese auch Konvergenz oder Anähnelung von Methoden.
Also dass ich so viele von den Produkten, die ich finde, gerade in den Truther-Szenen, einen Kunstcharakter haben, auch auf Recherchetätigkeiten beruhen, die den Charakter von Wissensproduktion haben können oder eben auch von journalistischer Arbeit. Und das alles aber gleichzeitig stattfindet und dabei noch bestimmte ideologische Erzählungen transportiert. Und ich glaube, diese große Leistung, dass es Menschen erlaubt, sich als ein politisches Subjekt auf eine ganz bestimmte Art und Weise neu oder überhaupt erst zu konfigurieren, plötzlich jemand zu sein, der ist manchmal auch ein bisschen, weiß nicht, ob er zu wenig besprochen ist, aber ich glaube, der ist ziemlich wichtig. Mhm. So, weil bei sehr vielen habe ich nicht den Eindruck, dass sie super kalkuliert, strategisch, politisch unterwegs sind, sondern die tun die Dinge, die ihnen eine bestimmte Befriedigung bringen. Und diese Befriedigung hat was damit zu tun, als wer sie gesehen werden können oder sich selbst sehen können dabei. Ja, ich glaube, dass es so ein bisschen schwankt zwischen der Sehnsucht nach Selbstermächtigung, von der ich eben in dem Impuls gesprochen habe. Und ich glaube, dass es natürlich etwas ganz Wichtiges ist, was man auch sehr ernst nehmen muss, weil das natürlich auch eben Fragen der politischen Partizipation, der Möglichkeit der Gestaltung von Gesellschaft angeht und so weiter. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich diese Selbstdarstellung, ne, die durch auch verschiedene, auf verschiedene Weise natürlich im Netz, Facebook und so weiter, einfach enorm präsent ist, sich ständig selbst darstellen, in einer bestimmten Rolle oder besonders großartig darstellen, wie auch immer. Ich glaube, das schillert sozusagen zwischen diesen beiden Tendenzen, das, was du da gerade beschrieben hast. Ja. Und es ist, ich glaube auch, ich würde dem auch zustimmen, also es ist so Autor sein, ne, die Autor sein wollen, nicht immer die Verantwortung von Autorschaft dabei aber mittragen, aber es ist schon auch ein ungeheurer Geltungsdrang natürlich. Ich hatte eben auch von Heldentum gesprochen, also diese Sehnsucht nach so ein heroisches Subjekt zu werden, was auch eine Antwort darauf sein könnte, auf das, was du eben gesagt hast, ja, wieso lösen die sich, also was ist der Gain, ne, wenn die doch ihre Freunde verlieren und ihre Familie verlieren, was kriegen sie denn, ne, dass das sich lohnt? Und ich glaube, dieses Heldennarrativ spielt dann natürlich eine Rolle, sich als heroisches Subjekt zu fühlen zu können, was natürlich auch wieder zu dieser Frage nach der Handlungsmacht letztlich dann auch zurückführt. Mhm. Aber in gewisser Weise, Arne, könnte man sagen, dass deine Art der Kunstproduktion auch ein Prototyp dafür ist, oder? Also ich merke das immer wieder, wenn ich Arbeiten von dir sehe, wenn du anfängst, von diesem Ich zu sprechen, diesem Ich, was jetzt in dem Fall als Jugendlicher Gedichte produziert hat in einer Sinnkrise oder auch, ich weiß es noch bei Flammende Köpfe, dass ich das erzählt, dass es in einem dieser rechtsextremen Protagonisten eine Lebenssituation wiedererkannt habe, die es selber mal gehabt habe. Ich weiß genau, also mir läuft dann immer so ein Schauer den Rücken runter, weil ich mich verführt fühle, dir jetzt irgendwas zu glauben und mich das wütend macht. Und gleichzeitig ist natürlich irgendwie auch so wie so ein Geschenk daherkommt, was man von dir erhält. Einblicke in etwas vermeintlich Intimes. Ja. Das ist natürlich alles immer die Wahrheit. Mhm. Und ich bin in der privilegierten Situation jederzeit, aber auch ist quasi nicht festgenagelt werden zu können, was ja auch ein sehr extrem komischer Begriff ist, Leute festnageln, das ist ja auch irgendwie so ein Jesus-Komplex dahinter, aber auf darauf, dass das jetzt gestimmt habe oder nicht gestimmt habe, das ist für mich natürlich eine bequeme Position. Es hat was, vielleicht wenn ich das benutzen darf, weil ich kann auf das, was du gerade gesagt hast, gar nicht so viel antworten, weil das ja auch mein Geheimnis ist. Ich wollte auch keine Aufklärung. Aber vielleicht kann ich das anbinden an das, was Friedrich im Chat gefragt hat. Nämlich, mich würde interessieren, wie sich die Kunst mit der Erstellung von poetischen Wahrheiten hier verhält. Soll eine Konsequenz sein, dass Kunst sich an bestehende Wahrheiten halten sollte? Oder anders kann, soll Kunst Wahrheit zersetzen? Und das ist schon, also finde ich, eine
eine interessante Frage. Es gibt in dem QAnon-Video, was ich gemacht habe, sind ein paar Bilder drin von einem Kunstwerk. Ich wollte das nicht näher ausführen, aber eine Künstlerin, die sich sehr mit Imageboards beschäftigt hat, hat eine Art Installation gemacht und ein Video und eine eigene Webseite über Adrenochrome. Total high gloss aufgezogen, dass es so eine Art Blockchain gab, auf der man quasi Adrenochrome-Anteile, I don't know, Ansprüche oder sowas kaufen konnte. Also das war so die neue Hightech verbunden mit dieser Verschwörungslegende und super Video dazu. Und das wurde relativ schnell natürlich als Beweis dafür herangezogen, weil das war ja alles im Internet, dass das real ist. So, hier, schaut euch das an. Man sieht, wie schlimm es wirklich ist. Bilder von der Installation, die sie gemacht hat, wo sie so Fass mit Blut und so Zeug irgendwie waren, wurden als Beweismittel dafür genommen, dass dieser Verschwörungsmythos tatsächlich der Wahrheit entspricht. Sie hat also beigetragen, letztlich zur Verbreitung oder Bestärkung von dieser Verschwörungserzählung. Und hat sich selber nie dazu positioniert, wofür sie, glaube ich, auch politische Gründe hatte, ist aber schwer nachvollziehbar. Und das ist aber genau diese Frage. So wie, ich bin da eigentlich relativ vorsichtig, ich spiele ja auch mit diesem Prozess von Anähnelung, worüber wir gesprochen haben, spiele ja schon auch so ein bisschen gerne mit dem Feuer dabei, je nachdem, was ich für ein Publikum annehme und nach Einschätzung darüber, wie weit gehe ich oder wie weit gehe ich nicht, weil ich es relativ wichtig finde, nicht menschenfeindliche Politiken irgendwie zu unterstützen mit dem, was ich mache. Und das ist aber ja eine bestimmte Einschränkung, die ich mir auferlege. Und wenn man das jetzt weiterfasst, wie mit der Frage, ist es ja tatsächlich das so, wie viel darf ich denn erfinden an Wirklichkeit oder soll ich, wenn die Erfindung alternativer Wahrheiten und alternativer Wirklichkeiten ein politisches Geschäft geworden ist auf einmal und ich gar nicht auskalkulieren kann, in welcher Erzählung sich das, was ich vielleicht mal als Fantasie entworfen habe, irgendwann eingliedern lässt. Und andererseits gibt es natürlich diesen künstlerischen Widerstand gegen die Indienstnahme für pädagogische oder aufklärerische oder, keine Ahnung, faktische, wahrheitsbekräftigende Unternehmungen, weil es ja ein Kerngeschäft ist, dass wir Unsicherheit und Fragwürdigkeit und Ambivalenz und all diese Dinge produzieren. Das ist eine komische Situation, habe ich manchmal das Gefühl, in der wir künstlerisch gerade stecken. Naja, oder auch insgesamt ethisch stecken. Nicola, als extrem gut informierte Zuschauerin der Performance, ich hatte manchmal, während wir zusammen geguckt haben, auch das Gefühl, so der Widerspruch lag dir schon auf der Zunge. Und das war ja dann nicht der gegen die Kunst, sondern gegen die vermeintlichen Fakten wahrscheinlich. Also wie war da so deine Erfahrung mit diesem Spiel mit dem Feuer? Naja, also ich habe dann ja deswegen auch die Frage nach der Anähnelung gestellt. Also ja. ich glaube, das ist schon ein wichtiges künstlerisches Verfahren. Und es ist, wie Arne schon sagt, das ist so ein Grenzgang natürlich in dem Fall. Ich glaube, bei dieser Frage, die da auch gestellt wurde, ist natürlich auch wichtig, ist natürlich eine Riesenfrage, können wir nicht beantworten, aber was meint man, wenn man Kunst sagt, ne? Und also für mich persönlich ist zum Beispiel die Offenheit und auch die Sperrigkeit von Kunst, also das heißt die Interpretationsmöglichkeit, aber auch die Interpretationsbedürftigkeit eines Kunstwerks und auch die Vielfalt möglicher Interpretationen ist für mich sehr wichtig. Und ich glaube, bei manchen dieser Kunstwerke, ich mache das jetzt mal in Anführungszeichen, also jetzt nicht auf Arne bezogen, aber es gibt natürlich meint wir irgendwelche Performances, die sich als Kunst verstehen, aber wo ich dann den Eindruck habe, da ist eine so eine Art rasche Durchschaubarkeit oder eine Begrenztheit auch irgendwie in den Aussagemöglichkeiten, also eine Art Fraglosigkeit gegeben, wo ich dann schon sagen würde, na ja, also da ist jetzt vielleicht ist für mich schon die Frage, also wie legitim sich dann das noch als Kunst bezeichnen
kann. Also, aber das ist auch, glaube ich, ein Graubereich. Also ich glaube, da gibt es, es geht dann, was ist irgendwie Aktivismus und was ist jetzt Kunst? Also das ist, glaube ich, manchmal schwer zu unterscheiden. Aber diese Punkte, die ich gesagt habe, die halte ich persönlich für sehr wichtig bei der Frage, ob man etwas jetzt eher als Kunst rezipiert. Es geht natürlich auch, die Rahmung ist natürlich auch wichtig. In welchem Kontext findet das statt? Ist der Kontext eine Demonstration? Ist der Kontext irgendwie ein Museum? Ist der Kontext ein Theater? Also solche Fragen spielen dann natürlich auch nochmal eine ganz wichtige Rolle. Ja. Anne, ich habe bei anderen Arbeiten von dir manchmal schon mehr den Schulterschluss mit dem Aktivismus gesehen, weil sie einen stärkeren aufklärerischen Impetus auch hatten. Und jetzt tatsächlich sehe ich bei dieser Herangehensweise, wenn man denn diese Unterscheidung überhaupt noch machen will, stärker den Anspruch der Kunst, sich nicht positionieren zu müssen. Ja, also ich glaube, in dem Fall ist das tatsächlich, ich habe ja nur die Wahrheit gesagt, und ist das eher die Unfähigkeit, sich positionieren zu können. Also, oder zu wollen, aber nicht aus künstlerischen Gründen. Keine Ahnung, ich glaube, ich bin einfach zu viel auf Twitter und alle sind sich einig darum, wer jetzt blöd ist und wer nicht. Und die Fronten sind alle relativ klar. Und dann gibt es auch die, die sich genau über diesen Zustand auch ständig beklagen. Und es ist auch irgendwie super anstrengend. Und ich weiß im Moment nicht, wo ein angenehmer Platz ist, diskursiv für mich. Und das hat mich das war ja jetzt auch kein Kunstwerk heute Abend. Das war der Versuch überhaupt zu dem Thema eine Stunde lang überlebensfähig zu sein. Da einen Ort zu suchen, an dem ich das Gefühl habe, jetzt, wo finde ich einen Redeort, in dem ich erstmal drüber nachdenken kann, was da passiert und Sachen im Vergleich sehen kann, ohne Urteile fällen zu müssen sofort. Nicht, dass es diese Punkte nicht immer wieder gibt, aber ich stecke hier gerade in der Intuition fest, dass das ein relativ wichtiger Bereich ist, über den lohnt sich länger nachzudenken und länger nicht gewiss zu sein, was da los ist. Und nicht zu schnell. Nicht zu schnell Aufklärung zu betreiben, wie du gesagt hast, oder eine aktivistische Position zu beziehen. Ich meine, es gibt ja diese Frage, was ist die Wahrheit von Kunst? Also das ist ja keine propositionale Wahrheit. Ja, also zum Beispiel der Begriff des Wahrheitsgehalts von Kunst. Da geht es ja dann um den kritischen Gehalt von Kunst, nicht um eine propositionale Wahrheit in dem Sinne. Oder auch die Vorstellung, dass jetzt zum Beispiel ein historischer Roman oder ein Theaterstück, in dem eine historische Person vorkommt, da ist ja weniger der Punkt, dass das etwas über diese historische Person aussagt, sondern das, was das ausmacht, ist ja, dass es viel mehr aussagt, also sozusagen das Allgemeine im Besonderen hier aufscheint und wir zum Beispiel was über Herrschaftsverhältnisse generell erfahren oder so, nicht nur über diesen einen historischen König, der das und das gemacht hat. Also das ist sozusagen ja nicht der Punkt dann in dem Fall. Das heißt, das muss man da bei dieser Frage natürlich auch beachten, wenn man sich über die Wahrheit von Kunst Gedanken macht. Ja. Die Momente, in denen ich so Wahrheitserfahrungen hatte bei Kunstwerken sind, kann ich tatsächlich total schwer fassen. Es ist wahrscheinlich am ehesten dieses Allgemeine im Besonderen. Es ist auch nichts Kritisches. Also ich erwarte von Kunstwerken nicht, dass sie kritisch sind oder dass sie mir quasi formulierbare Aufschlüsse geben. Aber es gibt, deswegen habe ich diesen schlecht repräsentierten Celan hergenommen, es gibt diesen Moment der Zusammenballung, in dem plötzlich ich eine Erkenntniserfahrung tatsächlich mache. Es gibt zum Beispiel Porträts von Rembrandt, um mal ein Nicht-Theater-Beispiel zu nehmen, die ich irgendwann in einer Ausstellung gesehen habe, relativ viele nebeneinander und dann an einem bestimmten Punkt den Moment hatte, wo ich erkannt habe,
all die Personen auf diesen Bildern, die man bewundern kann dafür, wie lebensgetreu sie getroffen sind, wie unterschiedlich und wie komplex und wie menschlich der Ausdruck und alles sowas und was für eine Kunstfertigkeit in der Ausführung ist, all diese sind gerade im Begriff aufzustehen oder gedanklich abzuschweifen. Also all diese einzelnen Porträts hatten so einen Moment, wo du gesehen hast, sie sind nicht im Kontakt mit demjenigen, der sie sieht. Das heißt, was Rembrandt gemalt hat, ist die Unmöglichkeit eines Porträts in Porträts. Und das war ein großartiger Moment, als ich das gesehen habe, diesen Schaumoment. Das ist ein Beispiel für das, was mir noch so gegenwärtig ist, als das, was ich versuchen würde zu beschreiben als Wahrheit von Kunst, dass ich tatsächlich diese Erkenntnismomente auslösen kann, die total affektiv sind auf bestimmten Punkten. Und nicht unbedingt rational herbeiführbar. Also die kann man dann, die hat man nicht, wenn einem das jemand erklärt. Also dass ich das jetzt so erzähle, ersetzt ja auch nicht diese Erfahrung. Die kann man vielleicht auch gar nicht mehr machen, wenn einem das einmal erzählt wurde. Und darin ähnelt sich dann, deswegen habe ich auch dieses Dreieck gebaut. Jetzt neben der Tatsache, dass ich natürlich große Lust drauf hatte, ein Dreieck mit einem Auge drin zu bauen und mir das irgendwie so zurecht zu konstruieren, dass das dann am Schluss auch noch zu diesem komischen Kanal passt. Und da dass diese Erfahrung schon eher an dem spirituellen Wahrheitsbegriff ist. Dass dieses Schuppen von den Augen, mit dem genauso viel politisches Schindluder ja auch getrieben wird jetzt, weil es immens gefährlich ist, das zu politisieren, diese Erfahrung. Und gleichzeitig ist es, was du gesagt hast über Rembrandt, ist natürlich auch ein super Beispiel für Selbstreflexion. Also das könnte man ja auch stark machen, dass das ein ganz zentrales Moment ist eigentlich auch in der ästhetischen Erfahrung, ne, die Selbstreflexivität von Kunst. Und das ist ja genau dieses Moment gewesen, dein Rembrandt-Beispiel. Und auch was, glaube ich, was für deine Videos doch eine wichtige Rolle spielt. Das Video auch sich selbst und das Video machen und sich selbst thematisiert. Das war, glaube ich, ja auch in dieser Video-Performance durchaus auch der Fall. Ja. Ich habe aus nicht künstlerischen, sondern aus politischen Gründen auch das Bedürfnis, eine kürzliche Erfahrung mit einzubringen. Und zwar die, wie ich gemerkt habe, wie in der Recherche über die aktuelle Impfsituation und meine persönliche Entscheidung, wie viel Verschwörungserzählung schon in meinen täglichen Diskurs über das, wie Menschen damit umgehen, aber auch wie ich selber denke, wie ich Dinge in Frage stelle, ist schon wieder eine positive Auslegung dessen, wie ich Dinge versuche zu kontrollieren, die ich vorher einfach habe passieren lassen. Und das nicht im Sinne einer emanzipatorischen Veränderung, sondern eher eines sich selber im Wege Stehens. Deshalb würde ich zum Abschluss gerne nochmal darauf zurückkommen, diese Dinge haben ja Konsequenzen und das nicht nur für Leute, die sich da bereit finden, eine ästhetische Erfahrung zu machen, sondern die haben bereits jetzt für uns alle Konsequenzen. Mehrheitsfähiges politisches Verhalten verändert sich. Ist das eigentlich gerade die Art, wie wir darüber reden, ein Nebenschauplatz, weil wir über Kunst sprechen in dem Zusammenhang? Also erstmal möchte ich zustimmen. Also ich glaube, dass das hat in der Tat Konsequenzen. Da fallen einem ja gleich eine ganze Reihe von Beispielen ein, zum Beispiel Begriffe, die Diskursverschiebungen, also Begriffe, die neu kodiert werden und Diskursverschiebungen, die sich beobachten lassen. Zum Beispiel die Rede vom Ausnahmezustand, die Rede von einer Freiheit, ne, über die wir hier schon gesprochen haben, also die neoliberale Vorstellung von Freiheit ist sozusagen die einzig verfügbare. Dann, wenn überall die Rede ist, man geht zum Bäcker und der vor einem verabschiedet und sich sagt, bald haben wir unsere Freiheit zurück. Oder aber eben auch diese irreführenden Gerüchte über die Impfung ich glaube, das merkt man tatsächlich aller Orten und ich glaube, dass Halbwahrheiten da in der Tat eine ganz wichtige Rolle spielen, weil die Leute sozusagen in einem faktenbasierten Diskurs abholen und dann eben die Tür öffnen zu einem
postfaktischen Universum, in dem sich dann auch die Verschwörungstheorien tummeln. Und da entstehen dann eben merkwürdige neue Allianzen, diese sozialen Bewegungen, über die wir gerade gesprochen haben, die eigentlich nichts eint, außer eben dieses gemeinsame Misstrauen gegenüber vermeintlich dogmatischen Positionen, gegen die man da jetzt angehen müsste. Also von mir erstmal Zustimmung zu deiner Beobachtung. Und ich glaube, dass das wir haben ja gar nicht hier nur über Kunst gesprochen, oder? Also ich meine, Arne hat gleich, er hat eben schon gesagt, ich habe ihr hier gar kein Kunstwerk vorgeführt, sondern und die Beispiele, über die wir gesprochen haben, das waren ja ganz, eine ganz bunter Reigen eigentlich von Beispielen. Und deswegen würde ich eigentlich sagen, dass wir genau über dieses Thema gesprochen haben. Absolut. Ich wollte nur die von dir gelobte Fähigkeit der Selbstkritik am Ende nochmal stark machen. Was sagt Arne? Jetzt muss ich Selbstkritik üben. Nö, kannst auch lassen. Ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht. Also so, weil ich einerseits so das Gefühl habe, was ist eigentlich mein Bedürfnis? Worüber will ich sprechen, worüber will ich nicht sprechen, was will ich nicht zeigen, so, was möchte ich nicht reproduzieren, was schon. Und dann die Frage, aber ist das denn richtig? Also quasi die politische Frage, was ist mein Bedürfnis jetzt für so einen Talk oder war mein Interesse, in diesem Wahrheitspool schwimmen zu gehen und was ist eigentlich das, was man jetzt braucht? Wie weit kann ich gehen und wie nicht? Und also ist das dann okay, nur am Anfang kurz zu sagen, dass wir so viele Tote haben und Pandemie und schlimm und sowas? Oder muss ich das öfter sagen? So, wie viele Disclaimer muss ich drin haben? Also so, dass ständig in so Muss-Fragen kommen, ne? Muss- und Soll-Fragen. Das ist ja, das hat man auch mit der Kunst. Soll Kunst jetzt dieses oder soll Kunst jetzt jenes in der Frage von Friedrich? Und dieser... Ich finde es ganz gut, sich zwischendurch von diesem Druck des Muss und Soll sich so weit freimachen zu können, dass es nicht nur reaktiv ist, so, darf ich jetzt nicht mehr das und das sagen, jetzt mache ich es gerade, also so, dass man nicht in diesen ganzen Unsinn reinkommt, aber den Luxus des Aufschubs noch kurz hat. Kunst ist ja kein Nebenschauplatz für alle, die die Kunst machen. Für die ist es ja quasi das ist ja unser Berufsfeld und ich finde es erstaunlich, wie wenig wir wissen oder uns darüber Rechenschaft ablegen, wir Künstlerinnen und Künstler, darüber, was wir da eigentlich machen, was das ist und wofür und so. Das ist schon krass. Und das finde ich okay, dazwischendurch auch mal drüber nachzudenken, in diesen ganzen komplizierten Gemengelagen. Weil wir machen so weiter wie vorher, ist irgendwie nicht die Option, aber was vor uns liegt, ist auch so ein bisschen kompliziert und mir war es immer ein Anliegen, eher mit einem weiten Kunstbegriff ranzugehen, weil in dem Moment, wo ich annehme, dass all das, was die anderen machen, auch erstmal Kunst ist, weil ich keine Kriterien habe, um ihnen das abzusprechen. Ich kann jetzt sagen, finde ich gut oder finde ich schlecht oder ist jetzt nicht so eine tolle Performance, aber diese ganze Nummer mit den schwarzen Wahrheiten, mit Kostümen, Choreografien, einem fertigen Musiktrack runter, mit Reimen und dem ganzen Drum und Dran, ich meine, so... kann man sagen, das ist mir nicht komplex genug, aber es erfüllt ja irgendwie seinen Zweck und hat trotzdem Straßenkunstcharakter. Eindeutig, aber es ist keine institutionell geförderte Kunst. Und diesen Widerspruch immer wieder vorzuholen, finde ich ganz fruchtbar für Selbstreflexion, um zu merken, so, was machen wir denn hier eigentlich gerade? Und wie sehr sind die Kunstübungen auch die ich mache, in genau diesen institutionellen Gefügen, Hierarchien, Gatekeeping-Konstellationen verhaftet, die sie uninteressant für ganz, ganz viele Leute machen und die eigentlich, deren Zeit eigentlich schon vorbei ist. Und was, wenn das so ist, heißt das dann für mich? Jetzt hat sich unser Gespräch im echt für meinen Empfinden besten Sinne zu einem über Kunstmachen in pandemischen Zeiten entwickelt. Aber eben nicht nur, sondern auch. Ich
danke euch beiden sehr dafür, dass ihr euch hier auf dieses Experiment einerseits etwas aus dem Ärmel zu schütteln von Arnes Seite, andererseits von Nikolas Seite, darauf spontan einzugehen, dass ihr euch darauf eingelassen habt. Macht Spaß, so zwischen Kunst und Wissenschaft hin und her zu denken. Und ja, vielen Dank an die Böll-Stiftung dafür, dass die Kulturstiftung heute Abend hier mit der Reihe Labore des Zusammenlebens zu Besuch sein durfte in eurem Studio. Und an alle, die zugeschaut haben, auch vielen Dank dafür und einen sehr schönen Abend. Bis zum nächsten Mal, würde ich, glaube ich, an dieser Stelle jetzt sagen.